Watson, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich eine neue Folge Cinecast. Hallo und herzlich willkommen zu Cinecast Nummer 80. Wir sind jetzt in den 80ern angekommen. Das schreit natürlich auch mal nach einem 80er-Special. Mal schauen, ob wir das in den 80ern noch hinkriegen. Ich denke mal ja. Und dann kommen die 90er. Und dann sind wir auch schon bei der 100. Also lang ist es nicht mehr. Und heute habe ich mir zwei Kollegen oder zwei gute Kollegen dazugeholt. Ihr kennt den einen auf jeden Fall schon. Er war schon ich glaube, schon mehrmals bei uns zu Gast. Nämlich, ich grüße Daniel P. Schenk. Hallo. Hallo da. Hi. Ich habe es extra einmal komplett gesagt, weil wir haben auch noch einen anderen Daniel mal als Gast gehabt, damit wir da nicht durcheinander kommen. Ab jetzt reicht, denke ich, Daniel. Ab jetzt reicht Daniel. Das ist wunderbar. Ich fühle mich schon angesprochen. Und Daniel, wer sitzt denn heute neben dir, der mit bei uns im Podcast ist? Genau. Spontan dazugekommen heute ist der Greg. Greg ist ein sehr guter Freund von mir. Greg, sag mal hallo. Hallo. sehr gut, man hört dich. Greg ist nicht nur ein sehr guter Freund von mir, sondern hat auch in vielen von meinen Projekten aktiv mitgewirkt. Es gibt ja vielleicht noch so den ein oder anderen Zuhörer hier vom Podcast, der auch mein Erstlingswerk Gamer's Day kennt. Der Greg war da der fast schon legendäre Skate, der längliche, im gelben Shirt ausgestattete Kumpel, der den Gamer von seinem Zocken abhält. Und Greg hat außerdem auch in meinem zweiten Film eine kleine Rolle gehabt. Und jetzt bei meinem letzten größeren Projekt Story Nights TV, das war so ein Pen-Paper-Livestreaming-Format, da war er dann auch mal als Gastspieler für den ganzen Tag dabei. Und ist immer wieder schön, auch mit dem Greg gerade über Filme und Serien und sowas zu schnacken. Und ich dachte mir, würde sich eigentlich gut anbieten, wenn er dann auch einfach mal hier im Podcast auch so ein bisschen seinen Senf dazu gibt. Das ist kein Problem, also auch wenn ich nicht immer eine fundierte Meinung habe, eine Meinung habe ich trotzdem immer. Also. Das ist schon mal super. Und wie ist es denn, oder generell ist es ja bei Filmen so und Serien, es ist eh subjektiv, von daher kann jeder eine eigene Meinung haben und die auch so vertreten. Ja, super. Vielleicht bevor wir starten, erzähl doch mal, Daniel, du hattest uns beim letzten Mal auch schon erzählt oder mir erzählt über dein Projekt mit dem Pen and Paper. Mhm. Läuft es noch oder was läuft aktuell bei dir so oder was steht bei dir so an, sagen wir es mal so? Also Story Nights TV, dieses Pen-Paper-Livestreaming-Format, das ist über 9 Monate gelaufen, also quasi über die erste Staffel oder die Alpha-Phase, ist aber im letzten Jahr dann auch planmäßig erstmal geendet. Und ich könnte mir vorstellen, das irgendwann auch nochmal fortzuführen, dann vielleicht eher so auf einzelne Events hingerichtet, weil wir hatten das in diesem Jahr, in dem es gelaufen ist, wirklich auch regelmäßig an einmal im Monat gehabt. Und jetzt gerade bereite ich mein nächstes YouTube-Format vor. Das heißt ganz ähnlich, das heißt Storytime. Und da lese ich meine eigenen Stories in die Kamera vor. Denn ich habe auch schon so das ein oder andere Büchlein und die ein oder andere Kurzgeschichte geschrieben und möchte jetzt mal so das eine Medium mit dem anderen verbinden. Das heißt, dass wir eben es nicht nur lesen können, sondern mich auch dabei hören können. Das heißt, es ist wie ein Audiobook, aber mit einer Videokomponente. Es ist also sozusagen ein Videobook, an dem ich da arbeite. Okay, wird denn dabei dann besondere Informationen noch eingeblendet, dass man das Visuelle unbedingt benötigt oder wäre das theoretisch auch ein Podcast-Format? Also tatsächlich können wir da die Audiokomponente extrahieren und das funktioniert auch als Podcast. Das Zusätzliche, was du dann auf der visuellen Ebene hast, ist, ich sitze vom Greenscreen und du hast halt den Text einerseits im Hintergrund eingeblendet, den ich vorlese, auch einfach um diesen Bezug zum Ursprungsmedium beizubehalten und ich kann natürlich mit dem Greenscreen auch allen anderen Schnickstack machen, kann immer mal zwischendurch Kulissen einblenden, kann nochmal, weil in der Geschichte etwas erwähnt wird, diesen Punkt, diese Person, diesen Ort einfach direkt hinten dran einblenden. Und man hat eben zusätzlich auch noch dann den Autor selbst, der zumindest ein bisschen performt. Also ich bin jetzt kein Schauspieler, aber der zumindest auch so ein bisschen mehr als nur seine Stimme dann zur Verfügung hat, um die Geschichte voranzutreiben. Also es ist Vergleiche mit einer Autorenlesung, wenn du es so möchtest. Nur eine, die halt eben immer auf Abruf vorhanden ist und die natürlich schon auch visuell dann aufgebaut wird, zusätzlich zu ein paar Soundeffekten.
die, also mhm. Musik, die im Hintergrund läuft und halt eben auch so einzelne Soundmomente. Ich würde es jetzt nicht Hörspiel nennen, dafür ist es dann nicht zu stark ausgebaut, aber eben eine, sagen wir mal, erweiterte Online-Autorenlesung. Und genre-technisch sehr gemischt oder Fantasy, Science-Fiction oder in welche Richtung gehst du da? Genau, also ich hab einerseits, werde ich da meine ganzen Kurzgeschichten haben, die ich unter einem eigenen Label an den Mann bringe, Mindsnacks nenne ich die dann. Die sind komplett bunt gemischt. Gemein ist denen nur, dass sie allesamt sehr kurz sind. Und dann mein erstes großes Projekt, was ich mit dem Format dann auch vorstelle, ist The Vault, der Bunker. Und das ist ein Sci-Fi Thriller, den ich schon vor einigen Jahren geschrieben habe, den ich jetzt aber komplett überarbeite, auch für dieses Format, weil ich habe den geschrieben, da war ich noch recht jung und ich bin jetzt ins Buch reingegangen und habe festgestellt, oh right, okay, jetzt mit ein paar Jahren mehr Lebenserfahrung würde ich doch ein paar Sachen anders machen, ein paar Sachen anders formulieren und bin da jetzt schon seit wieder geraumer Zeit dran und hoffe dann, dass das alles im frühen 2020 dann auch anläuft und als regelmäßiges YouTube-Format dann wöchentlich da immer mit neuem Content aufwarten kann. Okay. Und Greg, kann man dich auch irgendwo bewundern, außer bei den Formaten von daher? Oder wirst du im Hintergrund vor dem Greenscreen springen? Oder bist du auch dabei? Oder was machst du so täglich? Also ich bin jetzt weniger in den Social Media so unterwegs. Ja, also deswegen wahrscheinlich, wenn man mich nochmal sehen kann, dann wird es bei irgendeinem Projekt von Daniel sein. Also ich bin da immer offen für alles. Story Nights hat mir auch sehr viel Spaß gemacht zum Beispiel. Also da hätte ich gar nichts dagegen, wenn da vielleicht nochmal das wiederbelebt werden würde. Aber jetzt von mir aus selbst bin ich keiner, der jetzt irgendwelche Podcasts, Vlogs oder sonstige Sachen macht. Bin da sehr zurückhaltend, sage ich mal. Wobei ich sagen muss, das hat Greg ja schon immer gesagt, also ich hätte mir wunderbar als so einen Viva-Moderator vorstellen können. Also wenn er damals da den Weg gegangen wäre, hätte ich mir schon vorstellen können, dass man ihn dann auch heute noch mehr sieht. Also auf jeden Fall an Kamerascheuheit liegt es eigentlich nicht. Und auch, ich denke so, von dem her, was du zu sagen hast, hat sich einfach anders ergeben, würde ich sagen. Ja, mag sein. Vielleicht habe ich da auch dann nie so den letzten Antrieb gehabt oder den Mut, den Schritt wirklich zu wagen, aber ich bin auch so ganz zufrieden jetzt. Und na, immer zwischendurch, dann zerre ich dich mal auf die Kamera und dann kriegst du da eine Ladung ab, genau. Okay, gut. Apropos, wo du gerade sagtest, du bist ja, oder du schreibst viel, sagen euch die Namen Benioff and Weiss etwas? Na klar, das sind, also du meinst die Game of Thrones Showrunner. Richtig. Die jetzt auch an der nächsten Star Wars Trilogie am Arbeiten sind, meinst oder redet von einem anderen? Genau, Band, eben nicht mehr, ne? Das ist nicht ja mehr, oder erwischst du mich ja gestern mit einer ganz neuen Info, really? Ja, die wurden, also es wurde gecancelt, die werden nicht die nächste Trilogie oder so von Star Wars irgendwie schreiben oder machen. Oh, die gehen getrennte Wege. Wow, das ist ja doppelt bitter, weil viele Beobachter haben ja gesagt oder behauptet, dass die nicht besonders gut aufgenommene 8. Staffel von Game of Thrones unter anderem auch daran gelitten hätte, dass die beiden eben schon längst in ihrem Kopf zu diesem großen Star-Wars-Projekt weitergezogen wären. Das ist natürlich jetzt doppelt doof, wenn dann auch diese Star-Wars-Trilogie gar nicht zustande kommt für die beiden und natürlich auch für alle leidtragenden Fans von Game of Thrones. Ah, okay, krass. Gibt es da Hintergründe zu? Warum? Ja, also die offizielle Begründung ist Zeitmangel, weil Benioff und Weiss erst kürzlich einen Exklusivdeal mit Netflix unterschrieben haben und dann wohl keine Zeit haben, in Anführungsstrichen, für Star Wars. Selbstverständlich. Ja, also, ja. Okay. Das ist die offizielle Begründung. Ich vermute eher kreative Differenzen oder dass die Macher von Disney nicht überzeugt sind von dem, was die vielleicht gepitcht haben dort oder so. Also das wird wohl nicht rauskommen so schnell. Offiziell liegt es an der Zeit und an dem Netflix-Deal und ja, sehr merkwürdig halt. Okay, naja gut, ich meine, Netflix ist ja natürlich auch ein, denke ich, sehr gutes Spielfeld, auch für Kreativschaffende, weil sie haben da viele Freiheiten geben, aber Star Wars ist natürlich immer noch Star Wars, ne? Also bitter klingt es so. Richtig, oder so. Richtig.
Und wo wir gerade bei Game of Thrones sind, da gab es ja noch die zweite News, auch, dass die Serie mit Naomi Watts abgesägt worden ist schon. Die haben ja einen Piloten wohl gedreht und die hat wohl nicht die Qualität gehabt, die man sich vorgestellt hat. Ach. Und die Serie wird nicht kommen, aber im gleichen Zug hat man jetzt auch schon das erste Poster oder erste Bild gepostet von der zweiten Serie, an der sie gearbeitet haben, nämlich die Serie House of the Dragons. Ja. Oder Dragon. House of Dragon. Die wird nun definitiv kommen wohl. Und die andere Serie, wie gesagt, mit Naomi Watts, was ja doch auch ein Name ist, wird nicht kommen. Ja. Ach hey, ja krass. Na, ich meine, da haben sie dann ein bisschen was von ihrem Vertrauen eingebüßt, was sie ja zumindest schon mal dem Game of Thrones-Piloten doch haben zukommen lassen, weil dessen erste Version muss ja auch ziemlich unüberzeugend gewesen sein. Und da durften sie nochmal ran und nochmal ganz große Teile nochmal neu shooten. Da haben sie dann sich dann wohl bei der zweiten Serie gedacht, nee, das so weit wollen wir diesmal nicht gehen. Ja, richtig. Also das sind schon überraschende Nachrichten, wo man vielleicht nicht so mit gerechnet hätte. Ich weiß nicht, vielleicht passiert sowas oder ist sowas früher auch schon häufiger mal was passiert. Nur es war nie im Fokus der Medien, so wie jetzt zum Beispiel bei Game of Thrones oder jetzt bei Star Wars, dass dann halt solche Sachen rauskommen, weil sonst hört man solche Sachen seltener gefühlt, ne? Ja, ich denke, das liegt auch einfach an dieser enormen Größe der Franchise, ne, und der extremen Aufmerksamkeit. Exakt. Und jeder Journalist und jeder Blogger und überhaupt jeder weiß halt, dass es alles, jede kleine Information hat natürlich sofort ein Millionenpublikum. Also ich denke, da ist natürlich dann auch nochmal, da wird das Ganze nochmal in einem ganz anderen Druckkessel gekocht, sozusagen, und da kommt dann nochmal auch schon beim kleinen Loch mehr Pfeife raus, sozusagen. Ja, richtig. Also deswegen, das vielleicht dazu. Aber den Star Wars Trailer, den haben wir alle gesehen, oder? Den letzten jetzt. Ja, den habe ich auch gesehen, ja, genau. Da gibt es ja immer wieder so ein paar Bilder, die sie immer wieder gerne benutzen in allen Trailern. Da ihr, wie heißt die Race Standoff mit dem TIE Interceptor zum Beispiel, aber ja, auch darüber hinaus. Also, sieht nett aus, aber Star Wars ist halt auch schon so ein Thema für sich. Also, ich habe zum Beispiel auch einige Kollegen, die schon im Vorfeld gesagt haben, sie werden definitiv nicht mehr in den Film gehen, aus Prinzip schon nicht mehr, also ins Kino zumindest, dafür. Und da konnte dann auch so ein Trailer nicht mehr viel retten. Also, visuell sieht's lecker aus, sieht's gut aus, aber ja, also ich persönlich bin auch ein bisschen, habe mich so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, vielleicht mal im Vertrauen missbraucht gefühlt über die letzten beiden Filme, weil man da doch starke Richtungsänderungen gesehen hat. Und dann plötzlich kommt doch wieder J.J. Abrams an Bord, wo man sich dann denkt, okay, offensichtlich wird dann doch wieder die Richtung zurückgebogen, weil, also, ich vermisse da so ein bisschen den übergeordneten Plan. Wobei ich auch sagen muss, ich weiß nicht, ich habe ein Video gesehen vor kurzem, wo noch mal ein bisschen über George Lucas' ursprüngliche Vision geredet wurde, die dann explizit nicht verfilmt wurde, also für die Teile 7 bis 9. Und die fand ich jetzt auch erstmal so von den paar Sätzen, die ich da gehört habe, auch nicht so sexy, weil George Lucas wollte sich wohl noch viel mehr auf die Midi-Chlorianer konzentrieren und fand das irgendwie genau die richtige Route für Star Wars und sich mehr mit einer, also noch mehr auseinandersetzt mit einer Rasse, die Will heißen, die wohl wie so Gottheiten sind, die eigentliche Macht darstellen, und die Midi-Chlorianer sind wie so vermittelnde Kreaturen, die halt dann deren Willen von den Will halt so ins Universum channeln an alle Machtbegabten. Also, keine Ahnung, ich fand jedenfalls die paar Sätze auch jetzt nicht so spannend. Aber gut, was dann halt als Alternative geboten wurde. Nun ja, ist ein bisschen Die Will tauchen ja in Rogue One auf, oder beziehungsweise werden erwähnt, ne? Ich glaube, von dem blinden Mönch und so, ne? Da gab's schon diese Bindung. Stimmt. Und es gibt wohl auch irgendwas im Extended Universe dazu, oder einen Text, eine Schrift oder irgendetwas, wo man sich dann wohl auch noch mehr damit beschäftigen kann. Aber gut, das ist also die andere ganze Diskussion bei Star Wars mit eben dem Extended Universe, wo ich als Leser halt mich auch ein bisschen, ja, schon, oder auch als Konsument allgemein hintergangen fühle, wenn du auf der einen Seite halt dieses Universe hast, was auch abgesegnet wird, offiziell von
von Lucas und Lucasfilm. Und dann wird halt einfach, wenn es bequem ist, einfach das ganze, der ganze Kanon so über Bord geworfen. Aber gut, das liegt ja auch schon wieder ein Weilchen zurück. Nur das sind so alles Sachen, weißt du, wie so ein bisschen Ballast, den man dann doch irgendwie auch immer mitschleppt, wenn man dann sich dann auf den nächsten Film hin konzentrieren möchte und freuen möchte. Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt jetzt, wie sie Aufstieg Skywalkers, wie sie die in Anführungsstrichen die Kurve kriegen oder wie sie das Ganze jetzt dann zum Ende bringen. Mhm. Damit soll ja dann auch die Skywalker-Saga durch sein mit dem neunten Teil. Mhm. Und für alle, die es ein bisschen dreckiger und schmutziger mochten, ich mochte zum Beispiel Rogue One sehr gerne. Ja, die können sich dann auf The Mandalorian halt freuen, im Serienformat, die erste Live-Action-Serie. Ja. Die sieht ja schon sehr gut aus, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ne? Definitiv. Und also auch von der Ästhetik her fühlt man sich da auch, finde ich, wieder an Rogue One erinnert. Und es ist, denke ich, also da wird ein Aspekt von dem Star Wars-Universum, also in beiden Projekten, finde ich, sehr schön nach vorne gekehrt, der nicht immer so geglänzt hat zuletzt. Nämlich dieses die Idee des gebrauchten Universums, dass halt eben alles irgendwie schon so ein bisschen runtergekommen ist und abgenutzt ist und alles so ein bisschen eher grittiger und grungier ist. Und wenn man natürlich dann auch so ganzen Spiele im Hinterkopf hat, die sind dann, oder auch, es gibt auch ein Pen-Paper-Rollenspiel mit einigen Kampagnen dazu, die sind ja auch dann oft in so eher etwas düsterere Richtung gegangen und weg so von dem ganz klassischen Heldenmärchen. Und da habe ich eben auch Hoffnung, dass The Mandalorian das dann auch so weiterführt. Nur, ob ich mir dafür halt den Disney Plus Channel Stream da gönne, das weiß ich wiederum nicht. Also, ich meine, ist natürlich schon sehr sexy Serie, aber ich fühle mich irgendwie mit meinem Netflix, Amazon Prime und Sky wunderbar aufgestellt. Und ob ich jetzt dafür und dann das Marvel-Universum mir noch ein zusätzliches Ding hole, na, bin ich noch nicht ganz überzeugt. Ja, denk dran, National Geographic ist mit drin. Ach so, das hab ich ganz vergessen. Okay, ganz andere Diskussion. Darf man nicht vergessen, ne? Also das ändert natürlich alles, auch die ganze Sichtweise auf den Absolut. Ja, wir wissen ja auch noch gar nicht, wann er überhaupt nach Deutschland kommt, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Also ist eigentlich echt schade und halt extrem unüblich. Mandalorian startet im November, aber in Deutschland wirst du es erstmal legal nicht gucken können, weil es noch kein Release-Date für Disney Plus in Deutschland gibt. Man geht von Anfang nächsten Jahres aus, aber da weiß man ja auch noch nichts drüber. Ne? Krass. Und ist das nicht so, dass sie das auch dann wieder so klassisch wöchentlich dann launchen? Also nicht so ein kompletter Binge-Release? Oder habe ich das falsch abgespeichert? Das habe ich auch so verstanden. Also es wird wöchentlich released. Ich glaube, so viele Folgen, ich weiß gar nicht, wie viele, 6 oder 8 Folgen, hat, glaube ich, die Staffel, die erste. Von daher werden die das wohl, so wie ich das verstanden habe, wöchentlich raushauen. Mhm. Aber trotzdem werden wir erstmal offiziell in Deutschland das nicht gucken können. Ja. Ob sie sich damit eine Freude oder einen Gefallen tun, weil ich weiß auch nicht. Also die Leute halt in andere Richtungen tendieren, um sich das anzugucken. Und dann, wenn es dann offiziell in Deutschland kommt, juckt es keinen mehr. Ne? Die Befürchtung habe ich auch ein bisschen, ich meine, im globalen Zeitalter, du siehst ja auch, also auch große, auch ganz große Projekte kriegen das ja auch einfach hin, ne? Also solche weltweiten Releases, die zeitgleich starten. Und du hast ja auch immer, du merkst, der ganze Trend geht ja eben dahin, möglichst schnell, möglichst viele Leute auch zu erreichen. Du hast ja dann auch oft so ein Day-and-Date-Release, wo du halt gleichzeitig zur Kinopremiere sogar schon den Film auf anderen Kanälen gucken kannst. Zum Beispiel, dass der DVD auch gleichzeitig mit rauskommt. Gut, das ist dann eher bei kleineren Filmen. Steven Soderbergh hat das mal ausprobiert, gemacht. Aber es zeigt schon diese Richtung an, dass man eigentlich sich heutzutage das nicht mehr wirklich erlauben kann, zu viel Zeit vergehen zu lassen zwischen verschiedenen Märkten, weil einfach die Durchlässigkeit durch das Internet da viel zu groß ist für. Ja. Naja. Ich bin ja schon ganz froh, dass jetzt nicht auch CBS All Access in Deutschland verfügbar ist, sondern dass die das dann sublizenzieren an Netflix oder halt jetzt lustigerweise die nächste Serie Picard an Amazon. Ne? Dann hat man wenigstens die Möglichkeit, das auch ganz offiziell und legal über die Plattform, die man hier halt hat, zu gucken. Ne? Total. Also deswegen, das sind auch meine zwei Hauptkanäle und Sky Ticket habe ich dann eben auch und da fällt dann auch noch vieles rein, so von amerikanischen Sendern,
die halt eben dann es nicht auf die zwei großen Portale gemacht haben. Und ja, oder Tschernobyl, ne? Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres, oh ja. wann das war. Tschernobyl war ja auch so eine Serie, ne? Die auf Sky halt dann über. Genau. Lief, ja. Großartig auch, großartig. Also ich glaube, das war mein. Ja. Ich glaube, das war mein Serienhighlight 2019, muss ich wirklich sagen. Also auch einfach. Bei mir bis jetzt auch. Bitte? Genau, bei mir bis jetzt auch. Mhm. Es gibt noch eine zweite Serie, die thematisch ganz in eine andere Richtung geht, die ich aber auch sehr, sehr gut fand. Das war The Boys auf The Amazon. Boys, ja. Oh, ja, okay. Auch meine, absolut. Okay, ja, da sind wir auf einer Welle. Ja, genau. Also das stimmt. Das ist natürlich ein bisschen unfair, diese beiden Serien zu vergleichen, gell, weil es halt so ja. komplett verschiedene Dinge sind. Aber so in ja, also das war definitiv auch mein anderes Highlight, muss ich sagen, The Boys. Und ich muss sagen, der Trailer hat den fand ich, hat nicht gut gepitcht, um was es da eigentlich geht. Und wenn es nicht so positive Stimmen im Vorfeld gegeben hätte und super IMDb-Wertung und so weiter und so fort, ich hätte sie wahrscheinlich nicht nur anhand des Trailers geguckt, weil ich irgendwie was ganz anderes erwartet hatte vom Trailer und dann positiv überrascht worden bin, wie geil diese Serie dann doch auf ganz andere Aspekte noch eingeht. Ja? Also diese Idee, dass du halt dann einfach so eine Art Marvel-Universum in Wirklichkeit hast und Marvel ist dann so ein großer Konzern, der seine echten Superhelden halt vermarktet und halt so totale Hollywood-Parallelen dabei zeichnet. Auch so mit dem kleinen, schönen, hübschen Dummchen, was so, oder nicht hübschen Dummchen, aber dem hübschen Naivchen, was dann so aus dem Mittleren Westen dann hier endlich in die große Stadt kommt und davon träumt, die große Superheldin zu werden. Und dann also dieser ganze Subplot, der ja sich total spiegelt mit, wie man das da so aus der Hollywood-Medienwelt kennt, fand ich super. Und überhaupt halt dieses doppelte Spiel zwischen Realität und realen Vorgängen und eben den klassischen Superhelden Quirks, die man halt so hat. Fand ich sehr, 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 sehr geil. Genau, mit Carl Urban in der Hauptrolle fand ich auch super. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf Staffel 2. Absolut, absolut. Das ist ja auch, glaube ich, hier wieder von Seth Rogen produziert, meine ich, oder mitproduziert, ja. Der ja auch Preacher gemacht hat. Ja. Was ja, ich weiß gar nicht, ob The Boys eine Comic-Verfilmung ist tatsächlich. Fühlt sich so ein bisschen so an. Ist es. Ich habe die Comics mir danach besorgt. Ah, eine Comic-Verfilmung. Dann gut, da du das nicht weißt, kann ich dir noch einen zweiten Fun-Fact sagen. Du hast ja gesehen, dass der Vater von Huey, gespielt von Simon Pegg, das mit in der Serie war. Das weiß ich genau. Ursprünglich die Comics waren für Simon Pegg geschrieben, richtig? Also mit Simon Pegg im Hinterkopf. Da war Huey Simon Pegg. Der junge Simon Pegg war eigentlich der Huey. Also ja. Er war die Vorlage für den Huey in den Comics. Und dadurch, dass sie ihn nicht nehmen konnten, weil er jetzt nicht mehr als so jung durchgehen würde, haben sie einfach umgebaut und eine Rolle erschaffen, die es gar nicht gibt in den Comics, nämlich den Papa von Huey. Sehr, sehr stimmt. Ja, sehr, sehr geil. Vor allen Dingen, ich hab mich auch so mehr gefragt, okay, Simon Pegg, ich sehe ihn super gerne, fand ich auch super toll, dass er drin war, aber ich habe mich immer so ein ganz klein bisschen gefragt, während des Guckens des Films, weil während ich so einen Film oder eine Serie gucke, lese ich nichts auf Wikipedia, um mir nichts zu spoilern. Meine Freundin, der passiert das nämlich regelmäßig, dass sie dann neugierig wird und was liest und dann hat sie sich einfach die Serie gespoilert. Deswegen wusste ich gar nichts über die Hintergründe, aber habe mich halt beim Gucken schon gefragt, okay, warum ist der Simon Pegg da genau drin und doch in so einer eher kleiner gekochten Rolle und das erklärt es natürlich dann total. Und wenn man das halt eben weiß, finde ich, das ist ein super Hommage, super respektvoll und macht einfach total Sinn. Genau. Und apropos gritty, geerdet, dreckig, sprechen wir doch mal über den erfolgreichsten R-Rated-Film aller Zeiten. Nämlich über den Joker. Mhm. Ich glaube, ich hol euch mal eben kurz ab. Wir haben ihn alle gesehen, richtig? Also ja, haben wir gesehen. Ja. Da bin ich natürlich sehr gespannt über eure Meinung. Es ist jetzt schon ein paar Wochen her, ist jetzt vielleicht nicht mehr der ganz aktuellste Film. Ich habe ihn lustigerweise in München auf einer Pressevorführung in Englisch geguckt. Mhm. Und ich bin da rausgegangen und fand ihn super. Ich verstehe nicht ganz, warum man ihn als so brutal einstuft. Ich fand ihn nicht so brutal. Ja, es gab ein, zwei Szenen, aber in der Summe ist das für mich kein brutaler Film. Da ist ein John Wick deutlich brutaler als ein Joker. Daher habe ich so ganz diese ganze Diskussion nicht ganz verstanden. Und ich habe letztens noch ein schönes GIF oder ein Bild gesehen, wie Joker die Leute inspiriert. Weil man hat ja Angst, der Joker inspiriert die Leute, herumzuballern und Amok zu laufen.
Ja. Und dann hat man aber Bilder gezeigt, wo die Leute alle mit per Instagram diese Treppenszene nachgespielt haben, auf dieser Treppe waren in New York. Stimmt. Und das inspiriert die Leute. Das fand ich halt sehr, sehr schön. Und die Anwohner finden es wohl nicht so geil, habe ich irgendwo eine Headline gelesen. Aber okay, ja, das ist dann halt so. Aber wenn sie schlau sind, können sie noch ein Geschäft draus machen. Ja, das stimmt. Nee, also das stimmt, da steckt man nie drin, in welche Richtung sowas geht. Und gerade wenn man irgendwie schon denkt, man kann's so in eine Richtung funneln, dann gibt's ja dann oft fast schon so eine Gegenreaktion automatisch, auch aus von der Zuschauerschaft. Erst einmal. Fangt immer an. Genau, also grundsätzlich, also auf diese Frage, die dann gerne mal in so einem Feuilleton gestellt wird, darf man das, finde ich, ja, auf jeden Fall. Also es ist, ich finde es passt. Ich finde, es ist im Kontext der Story alles total sinnvoll. Ich verstehe, warum einige, also mich persönlich hat es jetzt nicht total überhaupt nicht schockiert, aber ich verstehe, warum einige Leute an der Brutalität, die ja doch nicht vergleichbar war mit anderen Splatter- und Actionfilm, da trotzdem Anschluss genommen haben, weil sie halt so extrem realistisch gewirkt hat. Ja, also wie er dann da die, also ich weiß nicht, wie viel wir reden wollen, ohne zu spoilern. Aber ich sage jetzt einfach mal, er bringt Leute um. Wir sehen, er bringt Leute um. Und im Kontext total verständlich, warum sein Charakter das tut. Aber es ist halt sehr, dadurch, weil es halt so verständlich ist, weil es so realistisch ist, denke ich, haben halt eben dann viele an den 2, 3 Szenen, die man da sieht, halt eben Anstoß genommen, und viele andere sind dann wahrscheinlich einfach auf diesen Anti-Hype-Wagen dann auch aufgesprungen und dachten, okay, dann kann man dann auch sich mal wunderbar hier so dagegen positionieren. Weil ich fand das dann schon sehr, sehr, sehr starke Szenen. Also die Gewalt wurde wirklich bewusst eingesetzt, um seinen Charakter zu zeichnen, um seinen Charakter voranzutreiben. Und das hat dann vielleicht, dass das weniger an Gewalt dann intensiver und mehr erscheinen lassen. Ja, sagen wir es mal so. Greg, hast du dazu? Ja, also ich sehe es genauso, ehrlich gesagt. Die Gewalt, wenn sie vorgekommen ist, war halt schon sehr intensiv, also und sehr real, sag ich jetzt mal. Also und deswegen würde ich es halt jetzt zum Beispiel nicht mit einem John Wick oder so vergleichen, weil das einfach eine ganz andere Art von Film ist. Das hier ist ja wirklich eher ein Drama, kann man schon fast sagen. Also es ist keine klassische Comic-Verfilmung. Ist aber krass, gell? Also auch die Tatsache allein, das eigentlich würde man meinen, das ist sehr ähnlich, so von der Vorlage her, aber wie zwei komplett unterschiedliche Inszenierungen da wirklich komplett andere Filme entstehen lassen. Ne? Für mich hatte der Film zwischendrin so seine Längen. Also es hätte für mich ein bisschen knackiger sein können. Vor allem so die Geschichte am Anfang, wo versucht wird, erstmal sein Umfeld zu zeichnen, seine Herkunft quasi. Warum ist er der er ist? Ja, das hätten sie, finde ich, einen Tick knackiger machen können für mich persönlich. Aber alles in allem super guter Film. Also vom Optischen, von der Musik, vom Schauspielerischen, also war das allererste Sahne. Also das könnte mal wieder ein Joker-Oscar geben. Hm? Absolut, denken sich wahrscheinlich schon so einige. Die Chancen sind da, die sehe ich auch so, ja. Und genau das fand ich halt auch gerade, ich fand auch überraschend die Musik sehr geil und sehr, 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 ging sehr tief. Und die Bilder waren sehr geil und das Schauspiel war geil. Das waren für mich so die Highlights. Und es war halt für mich dann doch in der Summe überraschend, weil Regisseur Todd Phillips ja eigentlich eher bekannt ist für zum Beispiel die Hangover-Filme, also generell Komödien oder Oldschool und solche Geschichten. Aber eigentlich ist es vielleicht genau der Richtige für sowas, der über einen, sag mal, einen Comedian einen Film macht, also der Comedy erfahren ist. Also vielleicht ist das sogar genau die richtige Wahl gewesen. Und er macht das super. Also wie gesagt, viele waren da sehr skeptisch, aber das hatten wir gerade im Vorgespräch, sagtet ihr gerade kurz was wegen Heath Ledger. Auch dem hat man damals das nicht zugetraut. Ein Joaquin Phoenix hat man das zugetraut, bin ich mir sicher. Aber dafür hat man an der Stelle dem Regisseur das wahrscheinlich nicht so richtig zugetraut. Ja, das stimmt. Das stimmt. Vielleicht ist, wie du auch schon sagst, ist genau das auch gerade dann bei den Joker-Filmen und die Stärke, dass du halt, weil der Joker selbst ja auch so eine unberechenbare Figur ist, dass man da halt jemanden hat, der halt eine unerwartete Perspektive reinbringt.
sei es halt jetzt entweder durch den Schauspieler, dem man das nicht zutraut, weil ich meine, unabhängig davon, was die Leute tun, schwingt ja auch immer zumindest ein bisschen halt auch die Erwartungshaltung halt der Zuschauer mit. Und wenn sie dann überrascht werden, weil sie das entweder der Person nicht zugetraut hätten oder vielleicht auch Kritiker es dann halt eben dem Regisseur nicht zugetraut hätten, kommt das vielleicht auch nochmal so auf so einer Metaebene auch nochmal mit dazu. Also ich fand den Film auch richtig gut, wobei ich, für mich war es nicht das Film-Highlight 2019, muss ich auch sagen. Also ich gebe ihm solide 8 Punkte. Ich finde, das ist wirklich ein guter Film. Aber ich konnte, muss ich gestehen, nicht in letzter Konsequenz in diesen Hype einsteigen. Und ich wollte, ganz ehrlich, also ich wollte eigentlich auch mithypen, weil ich habe The Dark Knight geliebt und das war jetzt auch ein Film, der schon beim Release auch extrem gut angekommen ist. Und ich hatte immer großen Spaß dran, mich auch in die Menge zu begeben und mit den Leuten mitzuschieren. Aber schlussendlich für mich war es dann einfach, ich habe gesessen und ich fand das total, ich war überrascht, positiv überrascht, wie sie es geschafft haben, diesen total mysteriösen, nihilistischen Joker-Charakter halt ganz realistisch herzuleiten. Also das fand ich wirklich faszinierend. Mhm. Sie mussten dann schon einige Magenschläge verpassen, es musste schon vieles so von außen auch passieren, dass man, denke ich, auch als Zuschauer dann mitgenommen wurde, aber hat alles im Kontext des Films, fand ich, auch gut funktioniert. Gerade, und was ich am faszinierendsten fand, wo ich auch mich selbst beobachtet habe während dem Gucken des Films, war dieses unerwartete, krankhafte Lachen von ihm. Ja? Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich ein Zustand ist, ob es sowas wirklich gibt oder ob das jetzt nur für den Film erfunden wurde. Ich weiß, am Anfang fand ich es halt total komisch, affig, merkwürdig, aber du hast es halt einfach angefangen zu akzeptieren als Zuschauer. Und am Ende des Films hast du ihn total verstanden, dass er das irgendwie, also dass er halt so ist, wie er ist. Und dass das natürlich dann auch die eine große charakterliche vom Auftreten her bezeichnende Eigenschaft des Jokers ist. Also das fand ich wirklich cool, ne? Wie man dann diesen wahnsinnigen Aspekt des Jokers so cool herleiten kann. Genau, und man hätte ihn noch nicht mal Joker nennen müssen, also außer die Verbindung zu den Reigns, könnte man den Film auch einfach so als Charakterstudie sehen, ohne kompletten, ohne irgendeinen Bezug Richtung Comic und absolut, Joker. Ne? Ja, also absolut. Es hätte genauso gut ein Independent-Film sein können von einem Typen, der zwar den Joker im Hinterkopf hat, aber aus lizenzrechtlichen Gründen keinen Joker-Film machen darf und ihn dann einfach trotzdem in diese Richtung gehen lassen, ja, und absolut, also so eine gewisse Independent-Qualität, viele haben ja auch gesagt, so Martin Scorsese-Qualität, die hat der Film einfach und die unterscheidet ihn auch ganz stark von, ja, vielleicht sogar von allen bisherigen Comic-Verfilmungen, die ich so hergesehen habe. Ja, und vielleicht fehlte dir so ein bisschen der Gegenpol, also ne, wie man sonst eher kennt, halt, dass man dann noch Batman hat als Gegenpol. Mhm. Der existierte halt nicht. Das ist so ein bisschen das Problem, finde ich, auch der Serie Gotham, dass es zwar alles in diesem Universum spielt, aber die Figur, die man ja eigentlich auch mag und sehen will, nicht dabei ist. Und ja, gut, es ist jetzt hier ähnlich. Man hat zwar Bruce Wayne, sieht man auch schon in den Trailern mit dabei, aber man hat ja nicht wirklich, man hat halt keinen Batman. Und aber ich fand auch die Darstellung von dem Vater von Bruce Wayne sehr zwiegespalten. Also er wurde dort nicht, also gefühlt für mich nicht so als extremer Saubermann, wie er vielleicht sonst oft dargestellt wird, dargestellt. Weil gerade wenn ich mal an die Szene denke, wenn er dann den Arthur Fleck, ne, so heißt er, glaube ich, dann in der Toilettenszene trifft, da hätte er nicht so agieren müssen, meiner Meinung nach. Da wirkte er eher sogar unsympathisch und übertrieben. Ja, das stimmt. Also man hat schon gemerkt, dass der Film halt einfach einen Antagonisten braucht und dass das er war vorsichtig, dass er sich da nicht irgendwie, dass er ihm nicht Eigenschaften gibt, die eindeutig schlecht sind. Ja, man hat ihn immer so ein bisschen, er war so ein bisschen. Also ich würde sagen, man hat versucht, ihn schon so zu zeichnen, dass man halt immer verstehen kann, okay, das ist jetzt irgendein verrückter Typ, kommt auf mich zu, wie würde ich reagieren? Ja, klar, wäre ich da ein bisschen abweisend und dies und das. Und hast du nicht gesehen, aber also dass sie sich jetzt da nicht zu stark dem Vorwurf ausgesetzt sehen, dass sie jetzt halt da Wayne antagonisieren, aber trotzdem hast du diese Richtung ganz eindeutig gemerkt. Und sicherlich wäre Wayne in keinem anderen Kontext so gezeichnet worden, wie als
ja, wenn du halt wirklich ausgerechnet den Joker zu deinem Protagonisten machen möchtest, ja. Also schon aus, sagen wir mal, wirklich weit aus dem Fenster gelehnt, um da halt einen Gegenpol oder zumindest einen kleinen Gegenpol zum Joker zu schaffen. Ja, deswegen, also wenn ich das vergleiche mit aus der Dark Knight oder gerade in Batman Begins, die Szenen, wo man da den Vater also Thomas Wayne quasi sieht, der hat ja viel, viel mehr Sympathie und Charisma. Also da tat es einem auch wirklich leid, wenn er dann stirbt, also im Gegensatz zu vielleicht bei Joker, ne? Ja, ja, absolut. Ich meine, es ist faszinierend in so einem Universum, was dann schon so viele Filme umspannt, dass du halt siehst, wie stark Perspektive auch dann das Storytelling verändert. Gell? Also es ist immer die Frage, für wen soll das Publikum cheeren und mitfiebern, und dann muss es automatisch irgendwie dann immer, alle anderen Figuren dürfen einfach nicht sympathischer sein, dass sie ihm halt durch die Schau stehlen. Und es ist sehr, sehr, sehr mutig, wenn du das halt tust mit so einer bekannten Figur, wie dem Joker auf der einen Seite und dann eben Thomas Wayne, dem Vater von Batman, auf der anderen Seite. Wird da, finde ich, nochmal wie so ein Vergrößerungsglas auf dieses Phänomen draufgesetzt. Und auch hier wieder, ich finde es faszinierend, ich finde es gut, wie sie es geschafft haben, das halt eben alles so zu machen, dass sie jetzt da keine wirklich großen Unstimmigkeiten einführen, auch ins Universum auf der einen Seite. Aber ja, ich weiß nicht. Also fand's irgendwie halt eben auch schon ein bisschen strange auf der anderen. Naja. Ja. Okay, dann denke ich, sind wir uns an der Position oder bei dem Film recht einig. Das würde ich so unterschreiben. 8 von 10 oder 4 von 5 hatte ich ihn, glaube ich, bei Letterboxd gegeben. Mhm. Ist jetzt kein, wie du ihr schon sagt, also ist jetzt kein 10 von 10, kein Meisterwerk, aber absolut empfehlenswert und sollte man sich unbedingt anschauen. Absolut. Kommen wir zum Film, wo ich jetzt mittlerweile so sagen würde, ja, kann man sich anschauen, gerade Fans greifen zu. Aber ich hätte ihn nicht zwingend gebraucht. Ich rede über El Camino, ein Breaking Bad-Film bei Netflix. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht seid ihr komplett anderer Meinung, aber für mich lebte Breaking Bad immer durch Bryan Cranston, durch Heisenberg. Und ja, Jesse war immer dabei irgendwie oder so. Aber manchmal, es gab auch viele Szenen oder Folgen, wo mir seine Storyline sogar fast, wo ich dachte, nee, den brauche ich jetzt nicht. Das nervt. Und deswegen, jetzt hat man natürlich einen Film gemacht, die seine Story zu Ende bringt. Das finde ich auch an sich nett, wie sie es zu Ende bringen, dass er sein wohlverdientes Ende so bekommt, wie es im Film dann dargestellt wird, finde ich auch fein und auch in Ordnung. Und dass man dann natürlich versucht hat, auch nochmal andere Charaktere durch Rückblicke oder was auch immer nochmal reinzubringen, wie auch zum Beispiel Bryan Cranston selbst, was jetzt kein Geheimnis, denke ich mir, ist, dass er dort über einen Rückblick nochmal reinkommt, genauso wie Michael Jonathan Banks, also Mike. Ja. Genau. Mich hat es eher gewundert, dass die nicht Saul Goodman irgendwie noch mal reingebracht haben und da irgendwie vielleicht eine Brücke geschlagen hätten noch mal Richtung Better Call Saul. Weil man sieht ja auch bei Better Call Saul immer wieder Szenen, die danach spielen, wo man ihn sieht, gerade so immer am Anfang der Staffel, meine ich. Mhm. Und stimmt. Ja, da hätte man vielleicht ja auch ein Bindeglied bringen können oder dass Jesse in die gleiche Region kommt wie Saul Goodman oder so. Aber gut, hat man nicht gemacht. Stattdessen hat man Fat Damon wieder geholt, der leider im Gegensatz zu der... Geil, ja, das ist das erste Mal, dass ich außerhalb meines Freundeskreises diesen Namen für den höre, weil wir nennen ihn auch alle Fat Damon. Und das, also ich hielt das noch für besonders clever, aber scheinbar ist das einfach Common Knowledge. Ich hab's zum ersten Mal gehört. Ja, ich wusste sofort, wen ihr meint. Fat Damon, ohne Scheiß. Manchmal nennen wir ihn auch Matt Damon, wie M-E-T-T, aber doch am liebsten Fat Damon. Ja, tatsächlich. Und der hat ja... Ja, der hat halt ordentlich zugelegt, der Jesse Plemons. Ne? Ich kenne nicht mehr seinen richtigen Namen. Ja, aber also den man auch aus Fargo kennt, als der Metzger in der zweiten Staffel, meine ich. Und da hat er bei mir viel Antworten gelassen. Und genau, also diesen ganzen Story... Faden, der wirklich viel Zeit eingenommen hat, da in El Camino, den habe ich auch nicht so. Ich habe nicht ganz die Relevanz verstanden, warum man jetzt ausgerechnet diesen Strang so ausbaut. Aber ja. Ja.
Genau. Vielleicht kleiner Tipp, falls du es noch nicht gesehen hast. Also er spielt auch bei Game Night so einen verrückten Nachbarn und Polizisten. Ja, doch, hab ich gesehen. Er ist der Cop, er ist Polizist und möchte da mitmachen. Aber, ja, genau. Genau der. Stimmt. Und ich fand ihn sehr, sehr geil in einer Folge von Black Mirror. Die Star Trek-Folge, nenne ich sie Stimmt. mal. Stimmt, er ist ja. auch der Kapitän von dieser Star Trek, also von dieser Star Trek-Crew in diesem, ja. Ja, im Grunde die Hauptfigur, ja. Leute dort oder die Stimmt. ganzen Leute dort festhält, quasi. Ja. Also der hat schon immer sehr geile Rollen und spielt halt auch sehr cool diesen, naja, Psycho oder ich weiß nicht, er hat eine gewisse Art und eine Präsenz, ne? Und gerade zu Breaking Bad-Zeiten, wie er noch ein bisschen schlanker war, da sah er wirklich sehr stark wie Matt Damon aus. Warum man ja damals auch dann immer in die Richtung gegangen ist. Jetzt würde ich es gar nicht mal mehr so extrem sehen, aber ja, so gewisse Züge hat er halt immer noch. Ne? Ja. Ja, aber jetzt gerade, wo du nochmal die ganzen Rollen aufgezählt hast, erkenne ich doch ein relativ starkes Muster auch bei ihm. Gell? Also der hat immer irgendwie so dieses creepy-psychopathische gemischt mit so einer netten, harmlosen Komponente, also so einen interessanten Brückenschlag, dass du irgendwie immer dich ein bisschen vor ihm gruselst, fürchtest oder auf jeden Fall weiß, der jetzt faustig hinter den Ohren. Aber so halt mit so einem eher so einem harmlosen Babyface, dass er halt eben irgendwie trotzdem auch als Protagonist gut funktioniert oder dass du halt ihm auch gerne zuschaust dabei. Also so ein Spannungsfeld. Ich will es jetzt nicht mit Edward Norton vergleichen per se, aber der ist ja auch wirklich gut hingekriegt hat, gerade in seiner früheren Phase so zwischen dem Psycho und dem sehr milchbubigen, harmlosen Opfer wunderbar hin und her zu schwanken. Und insofern hat der schon, und ich glaube, das war auch der ganze Grund, warum ich auch bei El Camino die ganze Zeit, also der Witz war, ich konnte mich nicht mehr an seine Rolle in Breaking Bad erinnern, ehrlich gesagt. Deswegen, also das war auch ein bisschen. Du hast ja wohl nicht den Recap angeguckt am Anfang. Ich habe den Recap nach El Camino angeguckt, tatsächlich. Nice. Ja, sehr gut. Also ich dachte irgendwie so, ja, klar kenne ich Breaking Bad, ist geil, muss ich uns nicht noch einen Recap angucken. Aber hätte ich besser mal getan. Das hat mich nämlich dann doppelt irritiert, als er dann plötzlich da auftritt und so. Und ich wusste die ganze Zeit schon, nee, also so nett ist er garantiert nicht, wie er jetzt da so tut. Abgesehen davon, dass er ja offensichtlich der Bewacher ist von Jesse. Aber dass da noch viel mehr im Argen liegt, dass, habe ich mir ja schon gedacht, ohne mich daran erinnern zu können, was für eine Scheiße er in Breaking Bad abgezogen hat. Ja, also das spricht dann ja auch für den... Gerade der Kindesmord, der ging schon tief in den Magen. Damals bei Breaking Bad. Ja, also es ist irgendwie tatsächlich, hat sich das einfach, ist das bei mir dann wie wieder hinten rausgekommen. Ja, aber also grundsätzlich sehe ich es genauso wie du. Ist ein Film, kann man machen, hätte man nicht gebraucht. Ich war schon glücklich, dass er nichts weggenommen hat von Breaking Bad. Also es gibt ja so ein paar Sequels, wo man sich dann sagen muss, okay, also jetzt erscheint auch das Original wie in einem anderen Licht, weil die Story irgendwie beeinträchtigt wurde. Und das ist nicht der Fall gewesen. Also El Camino nimmt wirklich nichts weg, ist eine konsequente Fortführung der letzten Ereignisse aus der letzten Staffel. Fügt aber, finde ich, auch nicht wirklich was hinzu. Also irgendwie war es für mich klar, dass Jesse danach natürlich die Beine in die Hand nimmt und versucht, irgendwie wegzukommen, da aus der ganzen Gegend. War mir irgendwie dachte ich auch, naja, irgendwie wird er sicherlich auch schon noch ein bisschen Kohle haben, dass das irgendwo, was weiß ich, vergraben, verbuddelt haben oder was auch immer, dass das funktioniert. Also ich habe mich niemals, auch beim Ende von Breaking Bad, jetzt so wirklich quälend gefragt, oh mein Gott, wie geht's jetzt bloß mit Jesse weiter? Und naja, dann haben sie ja, halt genau, einfach seine Reise weg aus dem ganzen brodelnden Pott hat sehr im Detail erzählt. Ich fand auch durchaus mit so der einen oder anderen Länge. Also es gab so einige Dinge, die so im Detail erzählt wurden, dass ich mich gefragt habe, warum bekommen wir das jetzt so im Detail gezeigt? Warum ist es jetzt so wichtig, dass wir in diesem Moment haben oder jeden Moment haben? Und dann halt eben dann immer noch mit diesen Rückblenden halt, dem Fat Damon Subplot. Ja, also es hat für mich dann irgendwie wenig Neues, auch über Jesse wenig Neues enthüllt. Weil er dann auch generell relativ wenig geredet hat. Er war dann irgendwie, vielleicht was man noch als das Interessanteste bezeichnen könnte, wäre das, also wie abgebrüht und dark ist, ja, und nachdem du dem weißt, ne, welche Reise er durch die ganzen Breaking Bad Staffeln hinter sich hatte, ist das vielleicht noch so am interessantesten, sehen, okay, das ist jetzt so Final Form
Jesse. Also so sieht er jetzt komplett aus nach all dem Kack, weil wir haben ihn ja auch gar nicht, glaube ich, mehr, nachdem er dann von den Nazis da festgesetzt wurde, auch gar nicht mehr so viel gesehen gehabt in der letzten Staffel, meine ich. Also bevor er dann gerettet wurde von Walter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also wahrscheinlich immer nur im Loch. Ja. So ungefähr im Loch oder im Labor, wo er. Genau. Also das heißt also, wir hatten jetzt nochmal die Gelegenheit zu sehen, wie wirklich die komplett transformierte Version von Jesse aussieht, nachdem er all diesen Mist mitgenommen hat. Aber ich muss sagen, so interessant war es dann auch nicht. Also ich meine, er war halt sehr traumatisiert, ne? Wie so ein geschlagener Hund, der dann de facto auch gewesen ist. Jo, und hat sich dann halt doch mit sehr viel Einfallsreichtum und auch Entschlossenheit dann da wieder so rausgekämpft aus seiner Sackgasse. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, was ich wirklich toll fand, war, dass so eine Dusche bei Badger und Skinny Pete, ja, danach konnte er widersprechen. Also das muss wirklich, also eine sehr traumabewältigende Dusche. Ja, also das muss wirklich therapeutische Dusche. Wirklich, tipptopp Dusche, ja. Spezielles Wasser, ja. Ich muss jetzt auch sagen, also ich bin ein sehr großer Breaking Bad Fan. Das war einer meiner ersten richtig großen Serien, die ich sehr gerne konsumiert habe. Und ich war jetzt gar nicht so hyped eigentlich vor dem Film. Und das hat sich dann auch bestätigt irgendwie, weil mir geht's ganz genauso. Also hatte wenig Nährwert. Also ich habe mir angeguckt und muss dann so sagen, hätte ich auch sein lassen können. Also es war nett. Wovon ich beeindruckt war, war, dass sehr nahtlos die Story quasi weitererzählt wurde. Es war wie, als ob quasi eine Extended-Folge genau. von der fünften Staffel. So hat sich das angefühlt. Und das fand ich wirklich toll. Also muss ich sagen, das haben sie super hingekriegt. Auch wenn Fat Damon und so, ne, wie hat er auf einmal so viel Kilo mehr? Ja, nee, aber ansonsten, ja, der Kamerafilter, der Sound, die Leute, dann Skinny Pete, Badger und so, das war alles so, alles klar, ist einfach noch eine Folge zur fünften Staffel hinzugekommen, das fand ich toll, aber ich bin halt ein Riesenfan von, wenn bei Beginn einer Serie quasi schon klar ist, wie viele Staffeln gibt es und was ist der Arc, was soll erzählt werden, und wenn Schluss ist, ist Schluss. Ja, also so diese ganzen Spin-off-Gedanken. Ich habe mir zum Beispiel auch Better Call Saul nie wirklich angeguckt. Ich habe ein paar Folgen geguckt. Ich weiß, mir schon oft empfohlen worden, dass es eine gute Serie ist. Aber ich bin irgendwie ein Fan von, wenn fertig ist, ist fertig. Ja, und Da wurde kurz nochmal ein Fass aufgemacht und gleich wieder zugemacht. Ja, nee. Und ich frage mich dann jetzt halt auch wieder die ganze Zeit so, okay, was bedeutet das jetzt? Geht das jetzt so in 2 Jahren weiter? Bekommen wir dann halt ein Film, der dann Skyler und die Kinder beleuchtet und bekommen wir dann in 2 Jahren nochmal drauf, Hank und Marie und dann irgendwann Walter. Ja, weil das ist doch das, was viele eigentlich auch interessiert. Was ist jetzt genau mit Walter eigentlich passiert? Ist er jetzt wirklich tot? Ja. Oh Gott, also das ja, okay. Oh Gott, du gehst in eine Richtung, Greg, da kriege ich schon Angst. Ja, ganz genau, ganz genau. Und das Walter ist gar nicht tot. Ja, das will ich auch gar nicht. Für mich ist es okay, so wie es ist, ja, deswegen. Ja, also wurde aber in dem Polizeibericht gesagt, ne, dass er tot ist. Was sagst du? Es wurde aber in der Serie oder in dem El Camino-Film über den Fernseher, über die Berichterstattung gesagt, dass sie dort den Tod aufgefunden haben. Also, aber vielleicht, vielleicht Zeugenschutzprogramm oder sowas. Also ich. Ja, ja natürlich. Warum sollte er, der Kopf von allem, ein Zeugenschutzprogramm? Das erklär mir mal. Ich will damit nur sagen, ich habe überhaupt kein Vertrauen in Autoren und so in Produzenten. Und wenn die Bock haben, irgendwas noch zu melken, dann machen sie es. Wobei ich doch Vince Gilligan da schon mal ausnehmen möchte, ganz ehrlich. Ja. Also solange er dann noch seine Hand drauf hat und nicht irgendwie seine Franchise für 4 Milliarden Dollar an Disney verkauft oder so. Und denke ich, sind wir vor sowas gefeit. Ja, das stimmt schon. Aber was Greg eben auch meinte, also die große Stärke ist dann für mich auch zugleich die große Schwäche. Es hat sich nahtlos angefühlt. Es war halt wie eine weitere Folge. Und ich meine so, wenn es einfach zwischendurch so eine Folge gewesen wäre, wäre es wunderbar gewesen. Dann würde ich sagen, okay, eine coole Folge, aber dann hätten sie bitte auch ein bisschen straffen können. Das ist auch wirklich vielleicht auf eine, also weil der Plot hat, fand ich wirklich
hätte sich wunderbar in einer Folge erzählen lassen. Ja, eigentlich total. Hätte ich auf einen ganzen Film ausgestreckt werden müssen. Und eben, also dann hast du halt so einen Film, der sich aber nur wie eine Serienfolge anfühlt. Ist vielleicht ähnlich wie bei Downton Abbey, dem Film, den habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber da habe ich auch nur von gelesen, dass auch viele meinen, dass es halt einfach wie eine Doppelfolge Downton Abbey sich anfühlt. Und da kann man natürlich dann jetzt zu Recht argumentieren oder fragen, naja, was erwartet man denn eigentlich von einem Film zu einer Serie? Ist es nicht vielleicht sogar das höchst Erstrebenswerte, dass sich das genau wieder nahtlos einfügt und so weiter und so fort? Aber ich fand es eben auch ziemlich beliebig. Also ich dachte nicht, dass das jetzt der offene, interessante Teil ist, der noch irgendwie noch eine weitere Erklärung bedarf. Aber ich habe mich moderat unterhalten gefühlt und hat, wie gesagt, der Franchise auch nicht wehgetan. Okay, ja. Ja, genau. Und ich glaube auch nicht, also ich glaube nicht, dass da noch was kommt. Ich hoffe eher mal auf die gerade schon genannte neue Staffel von Better Call Saul, weil die letzte Staffel wirklich sehr cool geendet hat. Da würde ich mich halt sehr freuen, wenn es da weitergeht. Und da hat man ja auch den Mike wieder damals reingebracht. Das passte ja auch zeitlich, weil es halt davor spielt, ne? Daher passte das. Absolut. Ein bisschen schade ist der Tod von Robert Forster, der den Ed gespielt hat. Stimmt. Der Staubsaugermann? Der Staubsaugermann, ja. Das ist doch der aus Jackie Brown, oder? Das ist der aus Jackie Brown. Das ist der war sehr cool. Sehr cool, der Typ, auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Ja, vor allem, er ist an dem Tag gestorben, wo El Camino released worden ist. Ja. Oh Mann. Ja, das war kein Zeichen ist. Der Greg. Ja, aber ich frage nur, was für ein Zeichen. Ja. Es ist auf jeden Fall tragisch. Also er ist schon mal raus, ja. Ja, mit ihm gibt es ja keine Fortsetzung. Ja, leider. Naja, gut, den kannst du ja heutzutage auch komplett digital nachbauen. Ja. Das stimmt. Also das Zeitalter, das steht unmittelbar. Sehr gute Überleitung sogar, denke ich mal, Jan, weil wahrscheinlich möchtest du zum nächsten Film zu sprechen kommen, der das ganz gut schon heute. Habe ich kurz drüber nachgedacht, könnte ich machen. Wenn wir von dem gleichen Film sprechen, dann ja. Ich glaube, sag einfach mal. Spielt ein Österreicher mit? Achso, das wäre der andere Film gewesen. Ja, stimmt. Guter Punkt. Also wir hatten ja noch zwei Filme da so, glaube ich, im Rooster, von denen du auch ein bisschen erzählen wolltest. Also wir meinen jetzt von den anderen. Was meinst du denn jetzt? Wo ein junger Prinz, ein Fresh Prince mitspielt. Ah, ja, können wir gerne zuerst machen. Guter Punkt, ja. Aber genau, also ich habe Gemini Man nicht gesehen, aber ich habe einen Trailer geguckt, ich habe ein paar Reviews mir angeschaut und würde mich jetzt auch mal interessieren, was du davon gehalten hast. Gerne. Also der Vorteil an dem Trailer ist, dass er halt nicht in 60 FPS läuft. Also der Film, ich habe ihn in HFR so mit 60 Bildern pro Sekunde gesehen und leider, ich bin eigentlich Freund von neuen Technologien, aber leider hat irgendwie diese 60 Bilder pro Sekunde das Ganze wieder abgewertet. Es hatte nicht dieses, ja, so blöd es klingt, das Cineastische, dass es wirklich ein Actionfilm ist. Es wirkte die ganze Zeit eher wie eine Dokumentation, wo die Kamera halt mitläuft und man sieht, was er wo wie macht. Der junge Will Smith, meistens sah es ganz gut aus. Es gab so Szenen und Einstellungen, wo man dann doch dachte, passt nicht so ganz. Wenn daneben direkt ein echter Mensch steht, dann passt das irgendwie nicht ganz. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist es auch einfacher, einen Schwarzen heutzutage zu digitalisieren, weil zum Beispiel bei Samuel L. Jackson hat das ja auch super funktioniert. Also in Captain Marvel. Also da hat es recht gut funktioniert, sagen wir es so. Da ist es mir die meiste Zeit gar nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das die gleiche Technik ist, weil ich glaube, das eine ist dann ja wirklich so Verjüngung. Das heißt, es spielt schon Samuel Jackson, der dann einfach seine Falten geglättet bekommt oder dies und das. Und das andere ist dann wirklich diese komplette dreidimensionale Rekonstruktion des Gesichts. Ich glaube, ich weiß es nicht, wie das jetzt genau da gelaufen ist. Also war das so? Also hat Will Smith die Parts nicht auch gespielt und dann wurde das ummodelliert? Oder? Er hat sie schon selbst gespielt, aber so ich das verstanden habe, ist es halt wirklich also nichts mehr von seinem eigentlichen Gesicht selbst gewesen, sondern sie haben halt einfach seine Performance zwar schon geholt, für die mimischen Daten und sowas, aber nichts von seinem Gesicht ist das Originalgesicht. Das heißt also, er wurde wie komplett wegretuschiert und durch eine Computerpipeline dann wieder hinzugefügt. Was anderes ist, als wenn du halt immer noch das Originalgesicht hast, an dem du dann einfach so ein bisschen wie
photoshopst in Echtzeit und herumpinselst. Ja. Was wohl auch all dem zu diesem Effekt geführt hat, so habe ich zumindest gehört, dass er doch in einigen Szenen so ein bisschen merkwürdig ausgesehen hat. Ein bisschen doch nicht, wie du auch schon eben sagst, genau, neben anderen Leuten gestanden hat, dass es irgendwie nicht so ganz funktioniert hat. Dieses Phänomen nennt sich ja Uncanny Valley. Wenn halt eine Figur sehr menschenähnlich gebaut wird, aber gerade nicht authentisch genug, dass es irgendwie noch ein bisschen komisch und strange aussieht. Und ich glaube, also auch wenn wir uns da wesentlich weiterentwickelt haben, dass er dann doch wohl zumindest stellenweise auch nicht aus diesem Uncanny Valley rausgekommen ist, der digitale Will Smith. Und trotzdem noch ein bisschen viel. Genau, da komme ich auch nachher noch zu dem zweiten Film, wo ein Österreicher digital nachgebaut worden ist. Mal wieder. Auch nicht so hundertprozentig passt. Zum Glück wurden da die Szenen sehr schnell geschnitten und die Kamera hält nicht zu lange drauf, sodass du es halt halbwegs abkaufst. Aber ja, nochmal zu Gemini Man. Du merkst halt, dass es ein Film ist, der eigentlich in den 90ern hätte released werden sollen. Ja, wobei ich selbst in den 90ern die Filme zum Teil deutlich stärker und besser fand. Also die Story ist wirklich sehr, sehr schwach, inhaltsleer gefühlt. Es ist so 0815, man weiß eigentlich schon genau, worauf das hinausläuft. Man weiß sofort, dass es da nachher eine Konfrontation gibt und Will Smith gegen Will Smith eventuell irgendwann vielleicht doch nicht mehr gegeneinander kämpfen, weil da ja jemand im Hintergrund steht, der da die Fäden zieht und man versucht natürlich den Klon dann auf die Seite der Guten zu kriegen quasi. Und ja, es ist halt alles leider nicht überraschend und doch sehr, sehr simpel. Und wie gesagt, dieser grafische Effekt mit den 60 Bildern. Ich werde mir vielleicht noch mal irgendwann später zu Hause angucken, dann klassisch mit 24 Bildern. Vielleicht kommt es einem dann besser rüber. Der einzige Vorteil ist an der höheren Bildwiederholungsrate ist, dass das 3D wirklich richtig gut ist. Wobei man da auch zugeben muss, im Gegensatz zu 90% der Filme, die momentan ins Kino kommen, hat Ang Lee den Film auch komplett mit 3D-Kameras gedreht und dann mit 60 Bildern hatte das schon eine sehr schöne Tiefenwirkung. Also ja, okay. Das 3D war schon sehr schön. Aber was hilft einem die tolle Technik oder das schöne 3D, wenn der Rest, die Basis nicht taugt? Und ja. Somit Will Smith quasi auch was ich nie gedacht hätte, den größten Flop seiner Filmkarriere hinlegt. Also echt? Ja? Sogar schlimmer als der Film mit seinem Sohn hier mit dem im Weltraum. After Earth von Shyamalan. After Earth, genau. Gott, ja, der war auch schrecklich. Selbst der war erfolgreicher als der Gemini. Der war erfolgreicher, ouch. Ja, genau. Und das auch noch von Ang Lee, der ja wirklich ein sehr respektierter, renommierter Regisseur ist, der mit Filmen wie Brokeback Mountain, und auch wenn wir jetzt ins Action-Genre gehen, Hulk 2, dem Edward Norton Hulk, der auch gezeigt hat, dass er schon Action auch mit einem gewissen Tiefgang, auch einem charakterlichen Tiefgang zu paaren weiß und nicht nur so auf Spektakel und Show aus ist, aber der scheint in letzter Zeit auch so ein bisschen von dem von der Special Effects Moskito gebissen worden zu sein, oder? Also, weil er hat auch diesen anderen Film auch gemacht, den ich auch noch nicht gesehen habe, der wohl auch ein bisschen, also zumindest nicht viel Eindruck hinterlassen hat, dieser Militärfilm, wie hieß der denn? Weißt du, Billy Lynn, die irre Heldentour des Billy Lynn, das war auch einer der ersten Filme da mit 60 Bildern und irgendwie aus der Ego-Perspektive oder so. Ja, genau. Also da habe ich auch nur gelesen, dass es halt technisch sehr ambitioniert gewesen sein soll und das ist eigentlich das Einzige, was ich so richtig von diesem Film mitbekommen habe, dass es halt eben dann diese besondere technische Komponente gibt und scheinbar hat er sich da total rein verliebt. Ich persönlich kann diesen ganzen 60 FPS oder auch 48 FPS wie auch der Hobbit Trend nicht so ganz nachfühlen, aus genau den gleichen Gründen, weil es sich ja eben nicht so cineastisch anfühlt. Aber es ist wahrscheinlich dann auch wieder so ein bisschen so ein Generationending, weil wir über 30-Jährigen kennen, denke ich halt, diesen Effekt so von Videokassetten, von VHS-Kassetten oder auch wenn man selbst mit seinem eigenen billig Camcorder halt gefilmt hat, weil wenn du normal mit einer Kamera filmst, mit einer alten Kamera filmst, dann hat die ja immer noch dieses Fernsehformat drin. Ja, also das heißt, die arbeitet auch mit 50 Halbbildern. Und 50 Halbbilder ist zwar technisch gesehen nicht so geil wie jetzt Vollbilder, aber der Effekt von den Bewegungen her ist ähnlich. Das heißt also, du hast nicht diese Unschärfe, wenn sich die Kamera schnell bewegt, hast du nicht so viel Bewegungsunschärfe drin, sondern es wird alles viel, viel flüssiger. Und das halt, ich denke, das ist so eine Ästhetik, an die sich unsere Generation dann auch immer wieder sofort erinnert fühlt, wenn sie dann plötzlich halt so 48 FPS oder 60 FPS sieht, weil du halt eben einfach diese Unschärfe nicht hast.
Aber für mich ist es halt auch durchaus ein wesentlicher Teil für die Kino-Experience. Deswegen, jo, ob man sich dann auch mal daran gewöhnen wird, weiß ich nicht. Ob das dann auch wirklich dann der neue de facto Standard wird, das zeigt sich dann auch. Aber also für mich persönlich gibt es da jedenfalls auch keinen Mehrwert. Und ich habe auch wiederum ein Review gesehen von jemandem, der den Film bewusst in 2D geguckt hat, weil er sich eben nicht von der Technik irritieren lassen wollte. Und der meinte eben auch, naja, also so funktioniert er schon mal nicht. Vielleicht funktioniert er mit der ganzen Technik obendrauf, aber das darf ja eigentlich nicht. Der Maßstab sein für einen Film, dass der nur funktioniert, exakt, wenn du da noch diverses technisches Blimblamborium da oben drauf hast, ne? Das ist ja auch eine Seuche bei Fernsehern. Also wie oft ich in der Verwandtschaft auf Fernseher gucken muss, wo die Kollegen nichts umgestellt haben und da eine Zwischenbildberechnung stattfindet. Stimmt. Genau das. Da denke ich jetzt mal, boah, sieht das schrecklich aus. Mach die Zwischenbildberechnung aus. Und die fragen mich dann immer, hä, was, bitte, wie? Keiner hat Ahnung davon. Das war eins der ersten Sachen, die ich bei mir halt runtergeregelt habe. Ne? Das ist genau der Punkt. Und das macht so viel aus für diesen cineastischen Look eben, dass du solche Zwischenbilder nicht hast. Das ist eben ein bisschen, ich sage jetzt nicht abgehackt ist, aber dass du diese gewisse Bewegungsunschärfe drin hast. Und ich muss sagen, es gibt für mich nur ein Beispiel, wo ich einmal im Kino es bereut habe, diese große Bewegungsunschärfe bei Kinofilmen bereut habe oder überhaupt festgestellt habe, dass es die gibt und dass sie eine Einschränkung sein kann. Und das war, das weiß ich noch genau, bei Herr der Ringe, die Gefährten, bei der Anfangsszene, wo halt die große Schlacht zwischen den Elben und Orks und Sauron gezeigt wird, da hat Peter Jackson relativ schnell über diese riesigen Heere drüber geschwenkt. Und das ist halt wirklich, da ist so viel Unschärfe drin gewesen, dass du halt kaum wirklich diese gigantische Größe erfassen konntest. Das weiß ich schon, das ist mir im Gedächtnis geblieben, aber das habe ich einfach festgestellt. Dann gab es einen Shot nachher, hat die Kamera nicht mehr geschwenkt, alles war wieder gut und es ging wieder ganz, ganz normal weiter. Aber vielleicht hat sich Peter Jackson auch gerade darüber geärgert, dass er halt dann mit seinen Kamerabewegungen ein bisschen eingeschränkt ist und du halt eben durch die Unschärfe da gewisse Sachen nicht zeigen kannst und sich dann auch gedacht, oh, jetzt müssen wir mal hier aufmotzen, weil das ist wohl schon der Vorteil, dass du halt schneller die Kamera bewegen kannst oder schnellere Bewegungen insgesamt zeigen kannst, ohne dass sie halt gleich so total verblurren. Aber ist halt jetzt ein Qualitätsmerkmal, was mich persönlich nicht so abholt. Also auch die Transformers-Filme, die auch alle extrem schnell so geschnitten waren, fand ich jetzt nicht, dass sie da durch diese extrem schnellen Bewegungen und Schnitte unbedingt gewonnen hätten, aber ist dann vielleicht auch so ein ästhetisches Empfinden, mit dem man dann einfach klarkommen muss. Vielleicht eine kleine Korrektur: Ang Lee hat den Hulk gemacht mit den ersten 2003 mit Eric Banner. Den hat er gemacht. Da war ja die Besonderheit, dass er das oft so als wie Comic-Panels gemacht hat. Oh, okay. So das habe ich falsch abgespeichert. Übergänge und solche Geschichten. Okay. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich war nur gerade ein bisschen irritiert und habe dann sicherheitshalber gerade nochmal nachgeguckt. Und Das war 2003 der erste oder der erste größere neue Hulk-Film wieder. Ach ja, krass. Ja, trotzdem siehst du mal. Und mit dem 3D und mit dem HFR ist er schon bei Life of Pi mit angefangen 2012. Nur, ich weiß, bei uns in den Kinos lief er damals nicht mit HFR, aber da hat er wohl angefangen, mit dieser höheren Bildwiederholungsrate zu arbeiten. So, ja, also als kleiner Funfact. Ich meine, es gibt ja so Regisseure, die sich ganz stark darüber definieren. James Cameron ist auch jemand, der immer dann die Technik voranpusht, der quasi fast eigenhändig einfach 3D zurückgeholt hat ins Kino mit Avatar. Aber jo, ist jetzt also an und für sich sind so technische Neuerungen nicht unbedingt das, was mich per se ins Kino lockt. Und im Falle gerade auch so von den höheren Bildwiederholungsraten, finde ich, kann es auch mal, also kannst du fast einen nachteiligen Effekt haben. Aber wie gesagt, sehen dann vielleicht neue Generationen, die das gar nicht mehr so kennen und die sich eher so jetzt mit Twitch-Streaming beschäftigen und bei denen 60 FPS mal Minimum ist, um da ein flüssiges Spiel hinzubekommen. Ja. Vielleicht wäre eine ganz andere Betrachtungsweise. Das kann natürlich sein. Das mag sein. Also vielleicht macht es ja bei Sinn wie so ein Kammerspiel, Gott des Gemetzels oder sowas. Vielleicht macht's, oder ne, wo sie eh nur am Tisch sitzen, da macht's, vielleicht ist das super, weil du eine schöne Schärfe hast, du kannst alles gut sehen bei Kameradrehs oder Schwenks, ist und alles schön butterweich. Ja, es fühlt sich halt noch realer an. Es ist noch eher so, als wärst du wirklich da mit am Tisch, das stimmt. Und bei so Actionfilmen denke ich mir auch manchmal so, larger than life ist schon auch mal schön, ne? Also, dass es halt eben nicht genauso aussieht, als würde ich jetzt wirklich da neben mir mitsitzen oder wie auch immer, sondern dass es da doch noch so eine gewisse
Distanz auch dann noch da ist zwischen dem Zuschauer und dem Werk, aber naja. Deswegen war es gerade beim Fantasy-Film wie Hobbit doppelt ein Fehler, meiner Meinung nach, weil man da ja erst recht was anderes sehen will und nicht die Realität. Hat's, genau. Also ich fand auch, also ich dachte mir eher noch so beim Hobbit, oh, die Kulissen wirken irgendwie doch wie manchmal wie Kulissen, weil es halt einfach, weil du so einen realistischen Blick drauf hattest, dass man manchmal so ein bisschen du zu viel gesehen hast schlussendlich, ja, oder zu viel Eindruck hattest, wo so eine gewisse Distanz vielleicht auch mal geholfen hätte. Naja. Okay. Ja, mehr Schaufläche sollten wir Gemini Man auch nicht geben. Ich glaube nicht, dass unsere Hörer da jetzt unbedingt reinrennen werden. Wahrscheinlich, wenn überhaupt, guckt ihn euch zu Hause an, dann habt ihr wenigstens nicht diese technische Einschränkung, böse gesagt, sondern könnt ihn da wenigstens mit 24 Bildern gucken. Aber in der Summe, wie gesagt, nicht empfehlenswert. Aber du meintest gerade James Cameron. Ja. Und das ist auch wieder eine schöne Überleitung zu einem Film, den ich noch erwähnen möchte, bevor wir dann noch zu einem Film von dir kommen. Mhm. Nämlich James Cameron hat, so wird damit geworben, zum ersten Mal seit Terminator 2 wieder an einem Terminator-Film mitgewirkt, also mitproduziert, angeblich auch am Drehbuch mitgeschrieben, nämlich Terminator Dark Fate. Yep. Und spannenderweise, der kommt erst nächste Woche in den Staaten ins Kino. Wir hatten den schon fast zwei Wochen oder jetzt eine Woche in den Kinos, also waren da mal ein bisschen oder wurden dort an der Stelle mal wieder oder wurden da mal ein bisschen bevorzugt. Und ich erstmal meine Frage: Habt ihr Terminator gesehen? Und wenn ja, dann gerne los. Und wenn nein, wie steht ihr generell zu der Terminator-Serie? Ja, also leider, ich habe ihn nicht gesehen. Greg, du hast ihn nicht gesehen. Ja. Ich hab mir den Trailer gesehen und auch ein paar Reviews wieder mal. Grundsätzlich bin ich großer Fan von Terminator 1 und vor allen Dingen von Terminator 2. Also ich denke auch wieder vielleicht so ein bisschen, einfach wenn man in einem gewissen Zeitraum geboren ist, dann war das, glaube ich, der definierende Actionfilm einfach, den man so gekannt hat. Und eine der wenigen Ausnahmen, wo das Sequel mal wirklich besser war als das Original, einfach weil die Idee noch konsequenter weitergesponnen wurde und auch mit einem gewissen Budget halt gewisse Schwächen auch nochmal ausgebügelt werden konnten, etc. pp. Also das hat mir sehr gut gefallen. Terminator 3 dann war so ein bisschen wie El Camino. Ja, okay. Ja, Greg, gerne, äußere dich. Ja. Wie stehst du denn zu den ersten beiden? Erstmal. Ja, natürlich. Tolle Filme, auch Terminator-Fan hier. Ich finde den dritten Film aber auch eigentlich ganz gut. Also, der kam natürlich nicht an Terminator 2 ran, der so quasi die Spitze der Terminator-Saga für mich auch ist. Aber ich fand den dritten Teil, ich meine, es ist jetzt auch echt schon eine Ecke her, dass ich den gesehen habe, aber ich weiß noch, dass ich damals sehr positiv überrascht war. Also ja, eine Terminatrix, ne? Ja. Und auch dieses Unabdingbare, also dass sie so quasi die ganze Zeit versuchen, den Lauf der Geschichte aufzuhalten, aber sie können es nicht. Ja? Es passiert halt trotzdem, es ist halt doch schon determiniert im Endeffekt irgendwie, was passiert. Und alles, im Prinzip alles das, was sie tun, führt nur noch mehr dazu, dass das passiert, was passieren soll, ja. Und das fand ich irgendwie schon, das hat mir gut gefallen. Mhm. Ich fand jedenfalls, dass Terminator 3 der Franchise nichts weggenommen hat. Ja, sie haben es also schon so ein bisschen damit, ja, also wieder mal gesagt, Timeline, ja, Leute, die Errungenschaften von Terminator 2 waren doch wieder so nichts wert. Was ich immer ein bisschen problematisch finde, was mich auch bei Alien 3 sehr gestört hat, weil sie die ganzen Errungenschaften von Aliens da wiederum weggenommen haben. Aber gut, das ist fast schon eine separate Diskussion für sich. Als dann aber Terminator 4 angefangen hat und sie wirklich angefangen haben, massiv rumzuwurschteln, zu werkeln, da haben sie mich dann verloren. Und Terminator 5 habe ich tatsächlich gar nicht mehr gesehen. Also, hat mich noch nicht mehr so sonderlich gereizt. Mhm. Okay. Ja, wie fange ich an? Also es ist ja eine Fortsetzung, die nach Terminator 2 spielt. Also gerade die Filme wie Terminator 3,
ignoriert. Mhm. Gut, 4 spielte nur in der Zukunft, wird aber auch halt dadurch natürlich nicht oder spielt auch keine Rolle mehr. 5 wäre für mich natürlich nochmal spannend. Der letzte mit der Khaleesi als Sarah Connor und viel Zeitreiserei. Wie hat euch denn 5 geschmeckt? Ich habe ihn tatsächlich leider gar nicht gesehen. Also, aber da siehst du schon, wie sehr mich Terminator 4 enttäuscht hat. Ich sage, okay. Also es ist nicht so, dass ich ihn das Prinzip niemals zu gucken gedenke, aber er hat mich nicht ins Kino gelockt und es hat sich einfach noch nicht ergeben. Ich werde mir vielleicht mal demnächst zu Gemüte führen, aber dadurch, dass jetzt Terminator 6 sagt, na, die Timeline ist wieder anders, denke ich mir so, okay, also die Franchise selbst gibt zu, dass das irgendwie nichts war. Das ist für mich jetzt auch nicht unbedingt so ein Qualitätsmerkmal, aber ja, lohnt es sich denn, Terminator 5 nochmal zu gucken? Du, ich bin, also die große Meinung ist ja, Terminator 5 ist Rotz. Ich fand ihn aber gar nicht so schlecht irgendwie, weil es halt mehr so diese Zeitreise-Thematik drin hat. Mhm. Und man ist quasi in Terminator 1 zurückgereist und. Also ich fand, das hat auch einen gewissen Charme. Und auch Arnie war ja auch da schon wieder mit dabei. Also gerade wenn man ihn sich jetzt zu Hause anguckt, kann man das, glaube ich, mit einer Tüte Popcorn ganz gut machen. Okay. Aber da waren trotzdem nicht so viele begeistert von. Vielleicht auch von der neuen Sarah Connor oder der Darstellung der Sarah Connor nicht so begeistert. Das mag sein. Und das sind ja auch die Punkte, die sie jetzt für Terminator 6 geändert haben. Nämlich, dass wirklich Linda Hamilton herself quasi wieder dabei ist als Sarah Connor, als ältere Dame. Ja, man muss sagen, ich habe ja vorhin schon gesagt, es gab auch einen Moment des Uncanny Valley. Warum? Weil die ganz am Anfang des Films eine Szene zeigen, die wirklich quasi kurz nach Ende oder ein paar Wochen nach Terminator 2 darstellt, wo man die animierte junge Linda Hamilton sieht und auch der animierte junge John Connor. John Connor, genau. Und der auch ein kleines Cameo hat. Ja, aber wie gesagt, eigentlich ja nicht. Der hat halt keinen Auftritt, der Darsteller. Vielleicht haben die den nur in die Credits gepackt, weil er als Kind dort wieder als animierte Figur auftaucht. Weil er spielt ihn ja nicht, weil das ist ein Kind. Also er sieht aus wie in Terminator 2. Also deswegen ist das mehr oder weniger eine Ente, der taucht da nicht drin auf. Und und Arnie, wie er ungefähr so aussieht wie bei Terminator 2, taucht in dieser Szene auf. Die drei. So, dann könnt ihr euch ausmalen, was da vielleicht passieren könnte. Mhm. Und im Endeffekt wird man dann sagen, Skynet gibt es niemals. Es gibt dann in diesem Film eine andere KI, wo man aber nicht weiß, wie die an die Macht gekommen ist. Und deswegen gibt es auch andere Terminator und der T-800, den gab es eigentlich auch nie, weil, wie gesagt, diese Zukunft wurde ja verändert und man startet quasi mit neuen Karten oder frischen Karten die Story. Und Sarah, wie gesagt, als verbitterte ältere Frau ist so ein bisschen so eine Terminator-Jägerin. Und immer wenn einer aus der Zukunft zurückkommt, kümmert sie sich darum, dass der kaltgestellt wird. So kann man sich das grob vorstellen. Okay. Und es gibt natürlich einen neuen Antagonisten, einen Terminator, der auch eine Frau wieder umbringen soll, wo man erst nicht genau wieso, weshalb, warum ist. Sarah sagt, ja, das ist das gleiche wie bei mir damals. Du wirst einen Anführer gebären und dem wollen die Terminator oder dem wollen die Maschinen halt erledigen. Mhm. Das ist so, also das Grundkonstrukt und auch ich finde auch so manchmal auch so ein bisschen die Optik und alles erinnert doch sehr stark und auch der Ablauf an Terminator 2, was jetzt nicht schlecht sein muss. Ne? Hier und da gibt es ein paar andere Wendungen. Arnie taucht trotzdem als T-800 auf. Wieso, weshalb, warum, verrate ich hier an der Stelle noch nicht. Und und ich fand die Action-Szenen zum Teil schon sehr cool gemacht, vor allem, weil dieser neue, ich sag mal, T-1000 Reborn eher so eine Mischung ist wie aus Terminator 3, weil der hat einen festen Kern, also wirklich ein metallisches Skelett, aber er hat auch eine flüssige Komponente, kann aber auch beide gleichzeitig nutzen. Also dann löst sich die flüssige Komponente von dem Metallskelett und das Metallskelett kann kämpfen oder weiterlaufen und er als komplett flüssiger wie damals der T-1000 kann halt auch. Mhm. Und das ergibt dann oder das dadurch ergeben sich im Film ein paar nette Szenen, die diese Idee dahinter ganz gut umsetzt. Und Tim Miller Regie, ne, den man aus Deadpool kennt.
Genau, deswegen, ich fand die Action und so, also mir hat er gut gefallen, ich bin aber auch wirklich, ich freue mich über jeden, auch wenn es ein Flop ist, ist mir egal, Hauptsache ich kann mir mal wieder Terminator und Arnie angucken, so denke ich oft, deswegen fand ich auch den Fünfer nicht so schlimm, ich habe da einfach Spaß dran und wenn es auch, es ist so ein Guilty Pleasure, selbst wenn es Trash wäre, glaube ich, hätte ich da richtig Spaß dran und es ist ja, wenn, dann sehr hochpolierter Trash, also es ist ja jetzt nicht ein, es ist ja kein Sharknado oder sowas, sondern es ist immer noch sehr hochwertig produziert und mir macht es halt trotzdem Spaß und Dark Fate macht mir auch wieder Spaß, eröffnet wieder an Möglichkeiten für die Zukunft, wobei wenn ich jetzt schon hier lese, erste Artikel, obwohl er noch nicht mal in den Staaten und in China gelaufen ist, wer ist schuld an einem Terminator Dark Fate Flop? James Cameron versus Tim Miller. Oh Mann. Dann fangen die schon, bevor der offiziell in den Staaten gestartet ist, schon über diese Diskussion, wer für diesen Flop zuständig ist. Vielleicht ist auch Terminator, vielleicht hätte man es eher wie Joker günstiger, kleiner machen sollen. Und das Ganze nicht so, ne, so teuer und so als AAA-Blockbuster raushauen sollen, weil ich glaube, die Zeit ist vorbei. Das ist, Terminator ist auch kein MCU oder kein Franchise, meiner Meinung nach, wo du zig Filme machen kannst. Du hast immer eine Story eigentlich und die versuchen sie jetzt irgendwie zu modifizieren, irgendwie zu erweitern, nur meistens kommt man nicht mehr an die Originalen ran. Ja. Und das ist, finde ich, das Problem. Dann soll man das lassen, lieber ein bisschen günstiger produzieren, gerne auch weitermachen, ja. Aber ja, sie lernen es scheinbar nicht. Tja, das ist aber wie gesagt, guckt euch gerne an. Also ich hatte sehr viel Spaß, ich hatte Spaß bei dem Film, mir hat er gut gefallen und er ist auch wieder ein bisschen härter. Er hat eine, ich glaube in Deutschland auch eine FSK 16 und ein A, ich weiß nicht, ob es ein A-Rating, aber auf jeden Fall etwas höher auch in den Staaten, meine ich. Und das ist seit Terminator 2 der erste Terminator-Film wieder ab 16. Also er ist nicht ganz so weich gespült wie die 12er-Varianten. Ich glaube, selbst Terminator 3 war damals ab 12 und 4 und 5 auch. Und, ja. Nee, das ist also Terminator 2. Er ist wieder ein bisschen härter. Das schon auch Härte nochmal definiert gehabt, ne, für so ein damals, keine Ahnung, wie alt war ich da damals, als ich den gesehen habe, zum ersten Mal so für so einen 11-12-Jährigen war das schon so der Shit. Und ich meine, als 11-12-Jähriger guckst du dir halt Filme ab 16 an, ne? Dann guckst du keine Filme ab 12 an, wenn du 12 bist. Ja. So, wer macht das denn? Bitte schön. Terminator 1, was hatte der für eine Frage? Den fand ich auch hart. Ja, der war halt auch, der war ja technisch gesehen eigentlich noch mehr ein B-Movie. Ja, und absolut, es kann sogar sein, dass der, ich weiß nicht, was mein Rating hatte, aber also es würde mich nicht wundern, wenn er auf jeden Fall noch mehr härter war, weil er nicht versucht hat, in so ein großes Publikum, glaube ich, anzusprechen, sondern sich schon noch ein bisschen... Ich kann das halbwegs aufklären. Terminator 1 hatte 2010 eine Neuprüfung und bei der Neuprüfung ist er dann ab 16 durchgegangen. Oh ja. Daher vermute ich mal, dass er damals in den 90ern sogar eine FSK 18 hat, ohne das jetzt hier zu sehen, aber sonst hätten sie ja keine Neuprüfung gemacht. Ja. Also das würde mich gar nicht wundern. Ich habe jetzt zwar nicht mehr so die einzelnen gewaltvollen Szenen so im Kopf, aber ich weiß so von der insgesamt Ästhetik her und so, dass es ein viel schonungsloserer, kompromissloserer Film war, auch wie der Terminator selbst dann da in der einen Szene so sein halbes Gesicht schon so am Verfaulen ist, weil die Haut abgestorben ist nach den Kämpfen. Also das fand ich schon auch damals alles sehr krass. Nee, also ich werde mir auf jeden Fall Terminator 6 auch antun, sage ich mal. Und Terminator 5 vielleicht vorher auch, wobei das ziemlich optional ist, hat ja kein, baut ja nicht aufeinander auf. Und nee, überhaupt nicht. Bin schon auch durchaus gespannt, muss ich sagen. Also auch gerade durch die Tatsache, dass halt James Cameron noch dabei ist, ob man zumindest ein bisschen was davon spürt, so von seinem Geist. Ich meine, James Cameron ist ja selbst auch eigentlich jemand, der einfach das Blockbuster-Kino immer wieder neu definiert hat, aber das war es halt. Er war immer Pionier und so einen AAA-Titel 91, 92 rauszubringen, war halt schon mal was anderes. Als dann 2019. Das ist, damals hat er halt eben dann einfach, oder auch mit Titanic und dann mit Avatar wieder, hat er dann einfach immer neue Standards gesetzt. Und wie du schon auch sagst, heute ist es halt nichts mehr so Besonderes. Und mit diesem Bigger and Better kommst du halt auch nur so und so weit. Ja, also, wenn du halt eben dann einfach immer nur eine Action-Szene noch mehr auf die andere drauf stapelst, muss das nicht unbedingt dann am Ende dann auch den besseren, höher gestapelten Film ergeben. Ja, genau. Also, ja. Aber wie gesagt, ich freue mich, wenn trotzdem ein paar mehr reingehen, dass wir da vielleicht noch einen weiteren bekommen. Ich weiß, viele, eigentlich sollten die Hardcore-Fans sagen, bitte nicht, aber wie ich gerade schon sagte, ich habe da Spaß dran an sowas. Finde ich in Ordnung. Und ich finde es immer schade, wenn die alten Filme so ein bisschen mit kaputt gemacht werden, aber auf der anderen Seite, ist das, glaube ich, so, also bin ich schon glücklich, wenn James Cameron einfach mit dabei ist. Also dann fühlt sich das für mich schon so ein bisschen an, wenigstens der Autor selbst sein Okay gegeben und gesagt, gut, so darf das gerne weitergehen.
Das wäre vielleicht mein einziger Wunsch. Sagt, Geld bekommen und dann sagt er gerne okay. Ne? Was sagst du? Vielleicht kriegt er, vielleicht hat er einen Sack voll Geld bekommen und dann sagt er gerne, ja, okay. Ja, das sind natürlich andere Sachen, ne? Das stimmt schon. Genau. Ein wirkliches Qualitätsmerkmal muss es dann auch nicht sein, wie wir auch von George Lucas selber wissen, aber gut. Jedenfalls, also ich sehe auch immer wieder gerne den Terminator-Look, so an und für sich, so ein schönes Exoskelett, so einen schönen T-800 und natürlich Barney, solange er es noch macht, also kann ich mir auch mal immer geben. 72. 72, alter Schwede. Was 72? Ah, Schwarzenegger. Oh. Sein Alter. Oh je. Wahnsinn, oder? Hey, caramba. Ja, also mal gucken, wie lange der uns noch erhalten bleibt. Also ich meine, ich finde es ja cool, dass er auf jeden Fall nach seiner Gouverneurskarriere nochmal zurückgekehrt ist zu den Filmen. Aber ja, kannst natürlich dann in dem Alter nicht mehr auf die gleiche Weise agieren und auch einfach nicht, also dass man es dir abkauft, vor allen Dingen. Und frag mich nicht nach den Namen, aber die neue deutsche Synchronstimme, weil seine alte ist ja in Rente gegangen, die ist echt gelungen. Also man gewöhnt sich schnell dran. Es ist nicht so, dass du die ganze Zeit denkst, so wie jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, den letzten Rambo. Da hat ja Sylvester Stallone, übrigens, ich glaube 74, hat da eine neue Synchronstimme bekommen und die war halt eine ganz, also die klang sofort ganz anders und das hat einen doch ein bisschen irgendwie gehemmt oder es passte irgendwie nicht, weil man ihn halt immer mit der anderen Stimme kannte. Und bei Schwarzenegger fand ich, haben sie echt eine gute Synchronstimme erwischt, die das kaum, wo du kaum merkst, dass es wer anders ist. Und das ist ja eigentlich immer das Beste, wenn das passt. Die hätten konsequent sein müssen und Sylvester Stallone auch die gleiche neue Synchronstimme geben sollen, weil es wurde ja gesprochen viele Jahre von dem gleichen Synchronsprecher. Hast du recht. Ja. Wäre das vielleicht konsequenter gewesen. Ja, haben sie leider nicht gemacht. Jetzt, wo du es sagst, klar, stimmt, das ist ja die gleiche Stimme sogar. Ja, ja. Schade, haben sie da nicht gemacht. Da haben sie einen anderen genommen und der klang dann doch ganz anders als der eigentliche Synchronsprecher. Gut, an Betracht der Zeit, ihr wolltet mir aber, oder ich weiß nicht, ob ihr beide den gesehen habt, Daniel, du wolltest mir aber auch noch einen Film vorstellen, den ich mir unbedingt anschauen soll. Genau. Ich mache es auch ganz, ganz schnell. Das ist Parasite, ein südkoreanischer Film von Bong Joon-ho, wenn ich das richtig ausspreche. Das ist ein Regisseur, den kennt man vielleicht von Snowpiercer. Und von The Host, das ist so ein Monsterfilm Anfang der 2000er gewesen. Da hat er, glaube ich, noch Memories of Murder gemacht und noch so den einen oder anderen Film. Und Parasite ist also erstmal super krass geratet, also so, wenn ich mir hier IMDb angucke, ist er bei 8,5 bei 50.000 Votes, hat einen irgendwie Metascore von 95, ganz positive Stimme im Vorfeld habe ich da schon mitbekommen, bin dann entsprechend sehr neugierig reingegangen und bin auch nicht enttäuscht worden. Also ich muss sagen, es ist ein wirklich sehr innovativer, frischer, witziger Film. Zur Story kurz, eine ganz arme Familie schleicht und mogelt sich in das innere Heiligtum einer ganz reichen Familie als deren Bedienstete. Es beginnt mit einem Sohn, der sich als Nachhilfelehrer da reinschmuggelt und dann findet er halt heraus, dass diese reiche Familie noch diverse andere Posten offen hat und bringt dann halt seine ganze Familie stückweise auch in dieses reiche Haus rein und die breiten sich noch immer weiter aus und fühlen sich irgendwann schon selbst da wie zu Hause drin. Und das ist erstmal eine interessante Prämisse und man könnte sich dann ja vorstellen, wo das Ganze dann hinläuft, weil wie gesagt, es kommen immer mehr in dieses Haus und sind auch sehr geschickt darin, halt die reiche Familie halt an der Nase herumzuführen und da ihr Spiel zu spielen. Aber dann passieren Dinge, Twists, mehrfach sogar, die dann nochmal eine ganz neue Richtung im Film auch einschlagen und die den Film dann auch so besonders machen, weil es ist nicht nur ein Thriller oder nicht nur eine Komödie, es ist wirklich hat Anteile von ganz vielen verschiedenen Genres und bleibt immer dabei sehr menschlich. Also obwohl es jetzt eine andere Mentalität ist, eine andere Kultur da in Südkorea, kann man sich das wunderbar hier angucken und mit allen Wendungen und den Charakteren auch wunderbar mitfiebern. Und man lacht auf der einen Seite, es gibt blutige Szenen, auf der anderen Seite kompromisslos auf eine ganz eigene Weise. Also sollte man sich wirklich mal angesehen haben.
Ja, klingt gut. Ich im letzten Cast hatte das, da hatte ich den Peter Dickmeier zu Gast, auch Filmkritiker, und ja, der hat mir den damals auch schon nahegelegt, und jetzt habe ich es nochmal bestätigt bekommen. Also ich bin sehr gespannt. Wenn du sagst, der ist gut, und wenn der erfolgreich wird, dann wird es ja nicht lange dauern, dann wird es wahrscheinlich ein US-Remake wahrscheinlich geben. Das kann gut sein. Zumal der Regisseur da ja auch in Amerika keinen so tollen Stand hat. Also zumindest sein letzter Film Snowpiercer ist, glaube ich, gar nicht in den Kinos in Amerika veröffentlicht worden. Gab aber einen konkreten Twist mit der damals noch existierenden Weinstein Company. Die wollten den Film massiv umcutten und er wollte das nicht. Und dann haben sie gesagt, ja, dann veröffentlichen wir einfach nicht. Pech gehabt. Wobei jetzt vielleicht nach dem Fall der Weinstein Company und nachdem er sich noch ein bisschen Renommee erarbeitet hat, kommt er vielleicht dann auch weltweit gut durch. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist das ein noch insgesamt sehr wenig beachteter Regisseur, der sicher noch noch von sich reden machen wird. Okay, cool. Greg, hast du den auch gesehen, oder? Nee, also ich wollte mir unbedingt angucken, hatte noch keine Zeit bis jetzt, aber ich habe ihn auch von Arbeitskollegen empfohlen bekommen und aber also ich habe den Trailer, hatte ich auch schon mal gesehen, habe gedacht, okay, würde ich mir wirklich gerne angucken und es steht ganz oben auf meiner Liste auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall wirklich ein sehr interessanter Film. Muss nur vorsichtig sein, dass man ihn nicht zu sehr hypt, weil es nicht so ein Film ist, der so wirklich, also das Ende ist auch jetzt nicht so, also du, es endet nicht mit so einem krassen Release, dass du sagst, boah, geil, das ist dieser ganze Hyper gerechtfertigt, sondern es ist schon auch, hat auch stillere Töne, ruhigere Töne, und ich würde jetzt sagen, gerade das Ende ist nicht unbedingt der allerstärkste Teil von dem kompletten Film, aber jetzt nicht so, dass man sagt, blödes Ende, sondern, also ich sag mal, man hat es, glaube ich, auf dem Weg zum Ende das den meisten Spaß aus den Situationen, die da generiert werden, und den verrückten Twists. Und es macht einfach Spaß, den Film zu schauen. Ich bin jetzt gespannt, ob es dann irgendwann so eine Gegenbewegung geben wird, wegen dem ganzen Hype, dass dann viele Leute sagen, so spektakulär war er ja gar nicht, weil spektakulär ist vielleicht auch wirklich das falsche Wort für den Film. Es ist einfach ein sehr interessanter, schlauer, gut beobachteter Film. Und ja, ich hoffe einfach, dass ihm der Hype in Anführungszeichen auch gut tut und es dann nicht wie in der öffentlichen Wahrnehmung nach hinten losgeht. Ja, sehr cool. Vielleicht zum Schluss, wir haben jetzt Ende Oktober, fast Anfang November. Was sind für euch die ein, zwei Highlights noch für das Restjahr, egal ob Serie oder Film? Wo fiebert ihr hin oder wo habt ihr schon quasi Karten für gekauft? Gute Frage. Also Joker habe ich gesehen, Ad Astra und ein anderer toller Science-Fiction-Film, nur an der Stelle gesagt, hat mich ein bisschen an Interstellar erinnert mit Brad Pitt, hat mir auch sehr gut gefallen. Das war ein Film, auf den ich mich auch gefreut habe, aber schon gesehen habe. Du, ich weiß nicht, wie stehst du mit dir? Vielleicht hole ich mir noch einen Tipp ab von dir. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte gehofft, dass ihr mir jetzt die mega Empfehlung geben könnt. Ja, es ist... Ich könnte jetzt nur sagen, auf welche Videospiele ich mich freue. Das ist Death Stranding mit Norman Reedus, hat zumindest durch den Schauspieler so ein ganz klein bisschen Filmanleihe, und Cyberpunk erst im nächsten Jahr. Das sind so an Konsumprodukten die Dinge, auf die ich mich jetzt als allernächstes groß freue. Aber ich weiß gar nicht, was zurzeit noch so. Also Mandalorian eben, aber ich weiß gar nicht, das hast du eben selbst gesagt, einen richtigen Release gibt es dafür noch nicht, wenn eher im nächsten Jahr. Ja, keinen offiziell legalen in Deutschland, ja. Ja, genau. Also darauf freue ich mich schon drauf, den zu sehen. Gut, der neue Star Wars ist wahrscheinlich auch fürs Weihnachtsgeschäft angedacht, schätze ich mal. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass das dann... 18. Dezember. Ja, okay. Das ist jedenfalls... Also, ich weiß nicht, ob ich... Die Kino Eiskönigin 2? Ist das nicht was, womit ich euch locken kann? Welcher? Ja. Die Eiskönigin 2? Ich hab die Eiskönigin 1 tatsächlich gesehen, aber auch nicht im Kino. Und okay. Eiskönigin 2 werde ich dann vielleicht, wenn sich es irgendwie mit den richtigen Leuten ergibt. Greg, mit dir vielleicht. Ja, gerne. Nee, aber gibt's The X-Files? Ich komme mit. Staffel? Kommt das? Weil da würde ich mich zum Beispiel sehr drauf freuen. Ich bin ein The Expanse-Fan. Diese Science-Fiction-Serie. Genau. Ja. Kommt die noch dieses Jahr? Das weiß ich nicht, aber ja, kann ich unterstützen. Dr. Sleep kommt im Ende November. Ja, ich habe den Trailer gesehen. Ich bin, nee,
Also neugierig wäre zu viel gesagt, muss ich sagen. Okay. Ich werde es beobachten. Ich werde es aufmerksam beobachten. Aber ich weiß auch nicht, ob das wieder so ein Film ist, den die Welt wirklich gebraucht hätte. Das ist quasi Greg. Die Shining, kennst du The Shining? Ja. Und das ist mehr oder weniger die Fortsetzung von The Shining mit dem Jungen, der aber jetzt mittlerweile groß geworden ist und von Ewan McGregor gespielt wird. Und da geht es dann irgendwie weiter. Das ist der junge Obi-Wan Kenobi, oder? Ja, er ist der junge, der neue, ja, frische Obi-Wan Kenobi, genau, Ewan McGregor. Ja. Der spielt da die Hauptrolle. Und überall auf den Plakaten und so wird dann immer siehst du dieses Red Room, weil das war halt so der coole Gag dann auch bei The Shining. Und das benutzen sie jetzt auch im Marketing ganz stark, um, denke ich, auch einfach diesen Bezug herzustellen zum Original. Hier kommt Johnny. Ja, also der Shining war sehr geil. Wie gesagt, ich werde es beobachten, aber richtig freuen tue ich mich, glaube ich, nicht drauf dafür. Ja. Ansonsten habe ich so viele schlechte Erfahrungen mit dieser Art von Fortsetzungsfilmen gemacht. Fortsetzung Zombieland 2. Okay. November. Zombieland 2, das ist wieder was anderes. Oh ja, den kann ich mir auf jeden Fall angucken. Ja, da bin ich auch gespannt drauf. Also ich könnte mir vorstellen, dass das dann auch so ein Film ist, der gerade, weil auch der erste so eher so ein bisschen locker flapsig daherkam, dass man den auch wunderbar auch fortsetzen kann. Simon Pegg auch? Nee, das war Shaun of the Dead, meinst du vielleicht? Zombieland ist mit Woody Harrelson und hier dem Jesse Eisenberg. Ja, genau. Der auch ganz witzig. Und Bill Murray spielt auch mit. Mhm. In Zombieland 1 zumindest. Ja, doch. Den werde ich mir auf jeden Fall ansehen. Genau. Ja, also deswegen, also kleinere, aber jetzt, also ich glaube, AAA richtig geht es dann mit Star Wars richtig ab. Aber ansonsten lassen wir uns mal überraschen, ne, was noch kommt. Also so ein paar kleinere Perlen könnten da noch kommen. Genau, aber eben, also wenn man sich nicht auf Star Wars freut, weiß ich nicht, was es da jetzt auch an großen Marvel und so Geschichten, ne? Also das ist, glaube ich, alles für dieses Jahr. Godzilla 2. Ja, kommt das überhaupt? Der lief doch schon. Ja, ey. Also, ja. Den habe ich gesehen und habe ihn ganz schnell wieder verdrängt. Okay. Aber wieso? Godzilla 1 war doch schon so gut. Und Godzilla 2 ist noch viel besser. Ist Bryan Cranston auch wieder mit dabei? Der ist doch schon gestorben in Teil 1. Nein. Was? Oh, bin ich da eingeschlafen? Wie, der ist tot? Beim Crystal Meth kochen ist er draufgegangen. Ja, ich habe einen Eindruck hinterlassen. Insgesamt, ja. Kann man festhalten. Oh ja, okay. Na gut. Nee, hier die Mutter von Norman Bates aus Bates Motel, ich komme auf ihren Namen gerade nicht, und bei Conjuring spielt sie auch immer mit, diese Blonde, die spielt mit. Die hat so einen italienischen Namen, glaube ich. Ich habe ihr Gesicht auf den Augen. Aber. Ja. Naja. Das reicht. Das reicht schon. Genau. Jo, dann erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch die jetzt sogar fast anderthalb Stunden Zeit genommen habt. Genau. Ich glaube, wir hätten noch viel mehr reden können. Ich habe es jetzt versucht, dann doch ein bisschen straffer zu halten. Ja. Aber gerne wieder, vielleicht nächstes Jahr, wenn ihr Lust habt. Auch gerne in der Konstellation können wir nochmal einen Podcast aufnehmen. Sehr gerne. Alles klar. Ich denke, zu reden haben wir immer. Ja, auf jeden Fall. Spätestens, Daniel, da haben wir ja noch einen Deal zu Herrn Lynch. Genau, zu Herrn Lynch. Genau. Dann sagst du mir Bescheid und dann gucken wir uns die allen ganzen Filme nochmal an und machen dann so eine schöne David Lynch-Retrospektive. Machen wir. Wunderbar. Dann vielen Dank. Euch noch einen schönen Tag und wir hören uns. Ebenso. Jo, ciao. Gut. Tschüss. Ciao.